Der junge Falk ist wirklich ein Prachtstück. Ich hätte nie gedacht, dass wir ihn durchkriegen. Das ist alles Ihr Verdienst, Aaron. Das ist ja mein Beruf. Bei Ihnen ist das eher eine Berufung. Gott sei Dank. Ohne Sie wäre das ja alles nichts. Cupid, komm. Yeah. Sehr gut, Alan. Gut gemacht, mein Schöner. Das Gitter der Voliere ist ja immer noch kaputt. Ich hab's leider noch nicht geschafft, Miss Campbell. Ich mache hier die Arbeit für zwei. Das weiß ich auch zu schätzen, Alan. Das sollte kein Vorwurf sein. Seitdem Vater weg ist, sind Sie mir neben Julian die größte Stütze. Was soll das denn? Ein solcher Hubschrauber flog hier auch an dem Tag, als Ihr Vater verschwand. Ach ja? Daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Wenn die neue Bohrinsel eingeweiht ist, wird das wohl den ganzen Tag so gehen. Der wird doch nicht etwa hier lang. Das werden wir noch sehen. Fällt Ihnen ein, dass jetzt Privatbesitz? Ich weiß. Ja, dann machen Sie das hier weg, sonst rufe ich die Polizei. Das ist eine sehr gute Idee. Wegen Ihnen hätte ich beinahe eine Bruchlandung hingelegt. Wie bitte? Sie hätten mich fast umgebracht. Jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen, hm? Sie auch. Und jetzt verlassen Sie unverzüglich mein Grundstück. Ja, Tom, das Land gehört mir. Wie Sie den Dokumenten entnehmen können, meldet der junge Mann hier absolut berechtigten Anspruch auf das Land Ihres Vaters an. Sagen Sie bloß, Sie wissen das nicht mehr. Ihre Väter waren die besten Freunde. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da hattest du noch eine Zahnspange. Übrigens siehst du ohne bedeutend hübscher aus. Bitte? Wir sind sogar schon mal gemeinsam in den Urlaub gefahren ans Meer. Du warst ungefähr 12 und wir haben uns die ganze Zeit gestritten. Ne? Jake. Genau der. Du hattest auch eine Zahnspange und Pickel und abstehende Ohren. Findest du, ich sehe jetzt besser aus? Ach. Ein Herz und eine Seele. Jedenfalls, das Grundstück, um das es hier geht, haben Ihre Väter gemeinsam erworben. Mr. Silver ist der rechtmäßige Erbe seines verstorbenen Vaters. Wohingegen Sie, Dr. Campbell, keinerlei Anrecht auf den Besitz Ihres Vaters haben. Was? Was soll das denn heißen? Das soll heißen, solange der Tod Ihres Vaters nicht erwiesen ist, gilt er als vermisst. Das besagt, dass Sie frühestens erst nach 5 Jahren sein Erbe antreten dürfen. Bis dahin darf keiner von Ihnen allein über den Besitz verfügen, sondern nur mit der Zustimmung des jeweils anderen. Gut. Dazu werde ich einen Anwalt konsultieren. Jeder Anwalt in Großbritannien wird Ihnen dasselbe sagen. Das werden wir dann sehen. Vielen Dank. Ich finde allein hinaus. Was ist ihm denn passiert? Professor Campbell? Ja. Er ist vor ungefähr 2 Monaten verschwunden, auf einer Exkursion hier in der Gegend. Spurlos. Man hat ihn bis heute nicht gefunden. Ziemlich mysteriös. Hallo, Alan. Hallo, Jillian. Und, drüben im Haus vom Professor, alles in Ordnung? Soweit schon.
Hier, ich habe Ihnen Tee mitgebracht. Ach, das ist aber lieb von Ihnen. Sagen Sie, haben Sie Mia gesehen? Sie hat sich gerade die Schlüssel vom Studio ihres Vaters geholt. Aber der Professor hat den Zutritt noch untersagt. Tja. Dachtest du, dein Vater kommt zurück? Das ist alles ein Chaos hier. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwas finden soll. Früher hat das alles hier deine Mutter geordnet. Ich habe ihm 1000 Mal angeboten, sein Bürokram zu machen, aber er wollte das nicht. Mhm. Ich auch. Aber er hat mir gesagt, ich soll mich aufs Lernen konzentrieren. Er hat mir sogar verboten, hier diesen Raum zu betreten. Ja. Jetzt habe ich von nichts eine Ahnung. Das sind Unterlagen vom Haus. Wenigstens scheint hier alles richtig zugeordnet zu sein. Der Bescheid hier, der ist von diesem Jahr. Hm. Weißt du, was ich denke? Ted wird nicht wiederkommen. Ich spüre das. Mir wäre lieber, ich könnte um Dad trauern. Diese Ungewissheit macht mich wahnsinnig. Und jetzt auch noch die Sache mit dem Grundstück. Ja. Dabei hatten dein Vater und Mr. Silver Großes damit vor. Das sollte ja nie bebaut werden. Er wollte dort seine Greifvögel aufziehen, eine Art Reservat für Wildvögel errichten. Entschuldigung bitte, dass ich so reinplatze, aber niemand hat mein Klopfen gehört. Habe ich dich eingeladen? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist Jake Silver, der das Grundstück haben will. Jillian Simpson, unsere Haushälterin. Freut mich. Guten Tag. Mia, können wir mal in Ruhe miteinander reden? Es gibt nichts zu bereden, du bekommst das Grundstück nicht. Mein Vater wird dem niemals zustimmen und ich auch nicht. Reden ist immer besser als streiten. Ich bringe Ihnen eine Tasse, Mr. Silver. Vielen Dank. Mia, es geht nur um einen Streifen Land an der Küste. Willst du da etwa ein Hotel hinbauen? Nein, ich will da kein Hotel hinstellen. Das ist auch besser so. Das Land soll nämlich Naturschutzgebiet werden. Eine kommerzielle Nutzung kannst du dir also abschminken. Willst du den Streit unserer Väter wirklich fortsetzen? Warum nicht? Wahrscheinlich haben sie sich genau darüber entzweit. Na schön. Ganz wie du willst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Ich wünschte, ich wäre wieder eins.
Morgen, Mike. Morgen. Ja, ist der Vogel startklar? Ja, es ist alles in bester Ordnung. Cool. Der Boss ist oben im Büro. Ja, danke. Nein, Mr. Logan, ich werde Ihnen nicht von meiner Kalkulation abrücken. Qualität und Sicherheit hat ihren Preis und Sie wissen, wie wichtig das im Flugverkehr ist. Ja, natürlich werden wir pünktlich liefern. Sie kennen doch unseren Ruf. Ja, bis dann. Oh, es wird immer mühsamer. Hallo, mein Schatz. Morgen, Mann. Ich bin heilfroh, dass ich mich bald zur Ruhe setzen kann. Es ist kaum vorstellbar, dass du in Zukunft nur noch Rosen züchtest. Es gibt für alles eine Zeit. Und mein einziger Sohn hat ja nur die Fliegerei im Kopf, statt meine Nachfolge anzutreten. Mom, bitte keine Vorwürfe. Das haben wir doch alles bereits ausdiskutiert. Ich brauche eben meine Freiheit. Dann sieh wenigstens zu, dass du mit diesem Ölmogul ins Geschäft kommst. Mach ich. Weiß man in der Zwischenzeit mehr über das Verschwinden von Professor Campbell? Es gibt anscheinend noch keine Spur. Irgendwie hat er seine gerechte Strafe verdient. Du weißt, was mit ihm passiert ist? Nein, vielleicht hat er sich auch einfach nur ins Ausland abgesetzt. Obwohl er der beste Freund deines Vaters war, ich weine ihm keine Träne nach. George Campbell war ein Egoist. Er hat nur für seine Forschung gelebt. Und er war sehr jähzornig. Hast du deshalb den Kontakt abgebrochen? Nein. Er hat deinen Vater im Zorn mal sehr verletzt. Weiß Mia davon? Ich weiß es nicht. Sie wird sicher irgendwann die Wahrheit erfahren. Jake, wir dürfen trotz alledem unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß, Mom. Ich muss jetzt los. Der Bürgermeister von Seaham erwartet mich. Zieh deine Uniform an. Hm? Das ist eine sehr gute Idee. Ich drücke uns die Daumen. Guten Tag, Miss Simpson. Hallo, Sergeant. Inspektor Holden, wenn ich bitten darf. Meine Versetzung nach London ist durch. Inklusive Beförderung. Oh, Frank. Ich bin so stolz auf dich. Das wird heute Abend gefeiert. Ich lade dich ganz groß ein. Heute Abend ist Sommerfest. Ich muss mir am Stand helfen. Hm? Aber Mittwoch habe ich frei. Mittwoch. Gut, Mittwoch. Willst du ins Jubiläum? Oh ja. Oh, das wäre herrlich. Wann gehst du denn nach London? Jillian, in einem Monat gehen wir nach London. Schließlich habe ich das alles deinetwegen gemacht. So schnell? Ja. Und ich bitte dich, sag mir endlich Bescheid, dass du mitkommst. Eventuell muss Mia ja Ersatz für dich suchen. Guck mich mal an. Ich meine es ernst. Frank, ich bring's einfach nicht übers Herz. Und sie hatte nur noch mich. Mittlerweile denkt sie, ihr Vater ist tot. Ihr müsst ihn jetzt endlich finden, damit sie Gewissheit hat. Um ehrlich zu sein, die Suche ist längst eingestellt. Was? Und was heißt das jetzt? Sie können natürlich auf eigene Faust Nachforschung anstellen. Ja, und wenn das auch keine neuen Ergebnisse bringt? Dann bleibt nur, ihren Vater für tot erklären zu lassen. Aber bevor das rechtskräftig ist, dauert es 5 Jahre. Und vor allem die Versicherung rechnen oft mit Betrug. Die Versicherung ist das geringste Problem, aber solange ich mir nicht sicher bin, lasse ich meinen Vater niemals für tot erklären. Niemals. Ich werde selbstverständlich an dem Fall dranbleiben, wenn ich kann. Wenn Sie Hilfe brauchen. Sagen Sie es mir. Danke. Sie kennenzulernen, Mr. Freeman. Bitte, darf ich Ihnen Mr. Silver vorstellen? Mr. Freeman, freut mich. Diese Bohrinsel ist wirklich ein wahrhaftiges Geschenk für unsere Region. Es bedeutet wirtschaftlichen Aufschwung und natürlich Arbeitsplätze. Damit verbunden der Ausbau unserer Infrastruktur und vieles mehr. Ich sehe das Ganze schon vor mir. Wenn wir endlich hier den Flugplatz bauen, dann, entschuldigen Sie mich bitte, dann könnten wir innerhalb einer Viertelstunde die Bohrinsel erreichen. Das wäre also die perfekte Lage. Natürlich bedeutet das neue Jobs. Aber wir brauchen für den Heliport auch eine Zufahrtsstraße, Strom, Wasser und so weiter. Dafür müssen Sie sorgen, Mr. Hamilton. Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen. Mit unserem Gemeinderat gibt es keine Probleme.
Sind Sie denn mit der jungen Dr. Campbell schon weitergekommen? Ist das die Tochter von Professor Campbell? Ja. Sie wäre aber aus verständlichen Gründen gegen den Flugplatz. Deshalb möchte ich die Sache vor ihr geheim halten. Eine ziemlich fanatische Naturschützerin. Arbeitsplätze gegen Naturschutz. Aber mit solchen Problemen haben ja alle zu kämpfen, die in der Natur bauen wollen. Wem sagen Sie das? Aber am Ende hat ja doch jeder seinen Preis. Kümmern Sie sich darum. Aber das bleibt in diesen vier Wänden. Ist das klar? Natürlich. Sicher. Unser jährliches Sommerfest wird gleich eröffnet. Darf ich die Herren zu einem kleinen Rundgang einladen? Sehr freundlich von Ihnen, aber ich habe leider keine Zeit mehr. Es sieht alles sehr gut aus. Wir haben einen perfekten Plan und müssen ihn nur noch umsetzen. Wie Sie das machen, ist Ihre Sache. Selbstverständlich. Gentlemen. Mr. Freeman. Jack, einen Moment bitte. Ich muss Ihnen noch was sagen. Ich versichere Ihnen nochmals, der Gemeinderat steht voll hinter dieser Sache. Ja, Fazit, unser Gespräch ist doch gut gelaufen. Manche Vögel in unserer Region sind... Den Heliport ziehen wir auf jeden Fall durch, wie auch immer. Kein Problem. Aber die Sache mit dem Küstenstreifen, die müssen Sie für uns klären. Was halten Sie von der Idee, mich zur Bühne zu begleiten? Da ist sie ja, unsere Naturschützerin. Hallo. Ich grüße Sie. Wir kämpfen für ein Vogelstand der Tasse der Küste. Darf ich Ihnen ein Gespräch geben? Ach, passen Sie doch mal. Entschuldigung. Auf. Schon gut. Ladies and Gentlemen, willkommen zu unserem jährlichen Sommerfest. Ach komm, das sollten wir nicht verpassen. Wie jedes Jahr kommen wir nun zum Höhepunkt, zur Versteigerung unserer Junggesellen. Kommen Sie, lassen Sie sich das nicht entgehen. Wo haben sich denn alle unsere Junggesellen versteckt? Ja, wen sehe ich da? Wer verkriecht sich in der Ecke? Unser lieber Ron. Ron, komm hoch. Na komm, Ron. Gut gemacht. Na, wir alle kennen Ron. Ich bin ein echter Fan von ihm. Er ist zuverlässig, liebenswert und, wie man sieht, ein echter Gourmet. Nun, meine Damen, wer bietet von Ihnen? Kommen Sie, ich bitte Sie. 15 Pfund. Ich habe Damen gesagt und ich glaube, das war ein Mann. 20 Pfund. 20 Pfund? Ich bitte Sie, Gnädigste, für einen solchen Prachtkerl wie Ron. 25 Pfund. 25 Pfund, das ist nicht genug. Höre ich ein höheres Gebot. Kommen Sie. 30. 30 Pfund. Oh, das hört sich nach der Gewinnerin an. 30 Pfund zum ersten Ron und auch zum zweiten. Ron verkauft an die Lady in dem blauen Kleid. Psst, Jack, kommen Sie auf. Das ist eine gute Gelegenheit, sich bei den Leuten beliebt zu machen. Oh ja, meine Damen, ja. 100. 100, Madam? 150. 150, das war Ihr Urlaubsgeld. 160. 160. Klingt für mich wie die Gewinnerin. 160 zum Ersten, 160 zum Zweiten. 500. 500 Pfund. Ja. 500 Pfund zum Ersten, 500 Pfund zum Zweiten. Verkauft an die Lady davon. Und jetzt Musik, Meister. Muss ich dich jetzt küssen? Nein, der Mann, den die Frau ersteigert, muss einen Tag zu ihren Diensten sein. Oh. Wie darf ich das denn missverstehen? Ich brauche dich und deinen Hubschrauber. Sehr gern. Ich muss nur heute schnell zurück nach London. Morgen? Morgen ist gut. Dann darfst du auch ausnahmsweise auf meinem Gelände landen. Ausnahmsweise auf meinem Gelände landen. Wann denn? Ich war damit beschäftigt, das Gitter zu reparieren. Glauben Sie mir, wir müssen noch jemanden einstellen. Oh. Gut, ich kümmere mich drum. Nicht nötig, ich habe schon Tom Black gefragt. Was, den? Naja, er kennt die Arbeit hier genauso gut wie ich. Aber Vater hat ihm doch gekündigt und das aus gutem Grund. Ich habe aber keine Zeit, jemanden anzulernen. Und Tom kann sofort anfangen. Aber er... Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat aufgehört zu trinken. Gut, wir versuchen es. Bringen Sie bitte die Sachen in den Schuppen. Ich bin heute Abend zurück. Ja. Und füttern Sie die Vögel.
Guten Morgen. Morgen. Na, bist du bereit? Ja. Gut. So verlierst du wohl nicht den Mut, oder? Nein. Gut. Dann leg das hier bitte an. Ist das nötig? Ja. Ich helfe dir. Wenn's denn sein muss. Jawohl. So. Das ist eine sehr schmale Taille. Ein Brautkleid würde dir sehr gut stehen. Aber sag mal, wäre es nicht langsam an der Zeit, dass du mir verrätst, was du eigentlich vorhast? Ich will nach meinem Vater suchen. Die Polizei hat aufgegeben. Wie auch immer, ich brauche einfach Sicherheit. Was ist mit dir? Ich brauche keine. Ich kann ja fliegen. Na hoffentlich, du Luftpirat. Wo hat man deinen Vater denn zuletzt gesehen? Zu Hause. Unser Falkner Alan meinte, er wollte erst zu dem See da unten und dann dort rüber in den Wald seinen Studien nachgehen. Er hatte zuletzt in einem Artikel über seltene Baumbrüter geschrieben. Von hier oben kann man nichts erkennen. Dein Vater hatte doch bestimmt einen Beobachtungsposten, oder? Ja, aber da hat die Polizei schon alles durchkämmt. Und ich dachte, von hier oben sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht war dein Vater an diesem Tag gar nicht hier. Wo soll er denn sonst gewesen sein? Ich meine, Alan saugt sich das doch nicht aus den Fingern, oder? Ich fliege noch mal eine tiefe Runde. Ja. Bitte kommen. Roger. Hier spricht Frank Holden. Ist Mia bei Ihnen? Ja, was gibt's denn? In die Falknerei wurde eingebrochen. Wenn Sie zurückkommen. Sind schon auf dem Weg. Roger, over. Roger, over. Ich brauche auch Fotos von Ihnen. Tut mir leid, Mia. Schon wieder eine Hiobsbotschaft. Wo sind die Falken? Weg. Die oder der haben sie wahrscheinlich im Auto weggebracht. Aber das ist ja furchtbar. Wenn die in falsche Hände geraten, dann überleben sie keine zwei Tage. Und der junge Falke? Der ist noch da, Gott sei Dank. Waren das wertvolle Tiere? Leider lohnt sich so ein Diebstahl. Vor einem halben Jahr wurden uns schon mal zwei gestohlen. Oh. Warum habt ihr eigentlich keine Alarmanlage? Ich habe Professor Campbell immer gesagt, dass wir eine brauchen. Ich kann nicht auch noch rund um die Uhr den Wachmann spielen. Jetzt haben wir den Salat. Nein, das kann man wirklich nicht verlangen. Mia? Ja? Ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Gerne. Kommen Sie, ich mache uns einen Tee. Könnten Sie mir helfen, hier wieder klar Schiff zu machen? Sicher. Jay? Ja? Magst du auch einen Tee? Ja, gerne. Ich komme gleich nach. Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber gibt es vielleicht irgendjemand, der dir schaden will? Außer dir niemand. Ich will dir doch gar nicht schaden, ganz im Gegenteil. Doch. Du willst mir mein Land wegnehmen. Aber es geht doch nur um einen kleinen Streifen Land an der Küste. Ich habe mir den Vertrag noch mal genau angesehen. Alles, was mit diesem Grundstück geschieht, müssen die Eigentümer einvernehmlich regeln. Und meine Antwort ist nein, was auch immer passiert. Warum bist du mir so schrecklich verbohrt? Tja, da gibt es wohl keinen Sinn mehr, mit dir darüber weiterzusprechen. Ich danke dir für den Tee. Jake! Sei mir bitte nicht böse, Schatz. Aber ich kann Mia einfach nicht allein lassen, wenn ein Problem das andere jagt. Ich habe das mit uns immer noch nicht sagen können. Ich verstehe dich ja. Mir geht's auch nicht anders. Ich würde den Fall gern noch lösen, bevor wir hier weggehen, aber irgendwie gefällt mir dieser Alan nicht. Ja, aber der ist über jeden Zweifel erhaben. Aber Mia hat Tom Black angestellt. Der fängt morgen wieder bei uns an. Weiß sie, dass er vorbestraft ist? Der Professor hatte ihn fristlos entlassen. Und der soll jetzt für Mia arbeiten? Ja, eben. Der Professor hatte so viele Feinde in der Gegend, die es jetzt möglicherweise an Mia auslassen wollen. Hm. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir in einem herrlichen Restaurant sitzen und eigentlich deine Beförderung feiern wollen. Tatsächlich? Na dann, auf einen schönen Abend, Miss Simpson. Sagen Sie... Ja. Haben Sie heute nicht Ihren freien Tag? Nicht nur den Tag.
Ich habe mit dem Gemeinderat gesprochen. Es gibt eine klare Mehrheit für Ihre Helikopterbasis. Gut. Uns ist leider ein Problem aufgetaucht. Im Kaufvertrag der Väter steht, dass das Grundstück nur dann verkauft oder verpachtet werden kann, wenn beide Besitzer einwilligen. Also, braucht Dr. Kempel einen lebendigen Vater oder einen Totenschein, bevor Sie sie weichkochen können? Ja, weichkochen ist wohl nicht der richtige Ausdruck dafür, aber ja, so sieht's wohl aus. Dann finden Sie besser Ihren Vater. Willkommen im Team. Vielen Dank, Mrs. Campbell. Alan hat sich sehr für Sie eingesetzt, Tom. Ich erwarte absolute Zuverlässigkeit. Natürlich. Tom, machen wir uns an die Arbeit, ne? Sofort, Boss. Jay. Mia? Ich finde, wir sollten Freunde bleiben. Das freut mich. Ich dachte, ich könnte dir weiterhin behilflich sein bei der Suche nach deinem Vater. Und wir reden nicht mehr über das Grundstück? Nein, kein Wort mehr darüber. Danke. Ich brauche wirklich Hilfe. Vielleicht haben wir die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht. Und wo warst du an dem Tag, an dem er verschwunden ist? In Oxford mein Diplom abholen. Das heißt, ihr müsst euch voll und ganz auf Alans Aussage verlassen? Ja, aber warum sollte er denn lügen? Tja, warum? Also, ein Spaziergänger hat ausgesagt, er hat einen Mann, auf den die Beschreibung passt, an der Steilküste gesehen. Da habt ihr nicht gesucht? Doch, man hat das ganze Gebiet durchforstet, aber vielleicht nicht gründlich genug. Tja, dann mal los. Ich stelle dir jetzt mal unseren Lieblingsvogel Tarp vor. Okay. Schade, dass wir nicht den Hubschrauber nehmen können. Sag bloß, du hast deine Leidenschaft fürs Fliegen entdeckt. Das hat mir mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte. Natürlich fliegen wir. Ich habe ihn nur aus Rücksicht auf deine Vögel etwas weiter weggeparkt. Sag mal, können wir deinen Wagen nehmen? Klar. Es war so schön zu erleben, wie sich unsere Vögel da oben fühlen. Frei wie Vögel? Fliegst du deswegen? Ja, auch. Aber hauptsächlich, weil ich das Lebenswerk meines Vaters fortsetzen sollte. Sollte? Er wollte, dass ich die Firma übernehme. Wie das wohl alle Väter tun. Aber meine Leidenschaft ist nun mal das Fliegen. Und nicht der Verkauf von Fluggeräten. Und wer macht das bei euch? Meine Mutter. Meine Mutter will sich bald zur Ruhe setzen. Dann musst du doch ihr Werk fortsetzen. Und was machst du, wenn du nicht durch die Welt fliegst? Ich lebe in London und verwöhne meine Lebensgefährtin. Die ist sehr anspruchsvoll, eine richtige kleine Diva. Und wie heißt die Glückliche? Tiffany. Aha. Wir leben jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Die ist stinkfaul und liegt den ganzen Tag nur im Bett. Tiffany ist meine Katze. Ach so. Und mit ihrer untrüglichen Menschenkenntnis hat sie bereits eine andere Mitbewohnerin vertrieben. Ich mag Katzen, obwohl sie Vögel fressen. Wow. Sie haben Ähnlichkeit mit Schwalben, es sind aber Mauersegler. Wahre Artisten der Lüfte. Auch beim Liebesspiel? Ja. Auch die hingebungsvolle Vereinigung findet in der Luft statt, beim Fliegen. Wirklich? Mhm. Obwohl es erwiesenermaßen auch in der Bruthöhle zu Kopulationen kommt. Also stellt sich die Frage, warum die Vögel sich immer wieder solchen Gefahren aussetzen. Naja, für seinen Herzenspartner geht man wohl gerne mal ein Risiko ein. Dafür haben wir Menschen ja zum Glück unseren Verstand. Sag mal, bist du immer so sachlich? Ich liebe meine Arbeit, du deine etwa nicht? Doch, doch. Ich liebe das Fliegen. Wo willst du als nächstes suchen? Wie gesagt, an der Steilküste. Da ist er auch oft gewesen. Oh! Bist du okay? Entschuldige. Hallo? Dr. Kempel? Hier spricht Hamilton. Ich wollte Sie über das Ergebnis der Gemeinderatssitzung informieren. Ja. Ihr Antrag auf die Gründung eines Naturschutzgebietes wurde abgelehnt. Und sogar einstimmig. Oh, das tut mir leid, ich kann jetzt nicht sprechen. Ich rufe zurück. Eine Freundin von mir. Alle erkundigen sich nach meinem Vater. Das ist ja lieb gemeint, aber irgendwie unerträglich. Wollen wir jetzt fliegen? Nein, es tut so weh. Zum Fliegen braucht man aber keine Füße. Können wir nicht bitte einfach zurückfahren? Natürlich. Na komm.
Hallo? Tom, Alan. Oh. Guten Tag, Tom. Schön, dass Alan jetzt Unterstützung hat. Ich habe Ihnen Tee mitgebracht. Stellen Sie es dahin. Verdammt, Vogelschiss. Ist wie Klebstoff. Seien Sie froh, dass hier Falken gezüchtet werden und keine Elefanten? Kann man wohl sagen. Sonst noch was? Nein, nein, ich habe mich nur gefragt, warum Sie in Ihrem privaten Lieferwagen Vögel transportieren. Zwei Falken mussten dringend zum Tierarzt und der Rover ist nicht angesprungen. Ah. Nochmal, mache ich das nicht, das kann ich Ihnen sagen. Ja, man lebt und lernt. Ich hole Ihnen einen Spezialreiniger. Nicht nötig, bin gleich fertig. Na denn, melden Sie sich, wenn Sie noch was brauchen. Sicher, dass du nicht zum Arzt willst? Ja. Ich wäre jetzt auch ganz gerne allein. Sei mir bitte nicht böse. Nein, ist kein Problem. Sehen wir uns morgen vielleicht wieder? Neuer Versuch? Musst du denn gar nicht zurück nach London? Ich habe mir ein paar Tage freigenommen. Und wo wohnst du? Im Gasthof. Direkt über dem Pub. Du kannst doch gern hier schlafen. Wir haben ein sehr gemütliches Gästezimmer. Ja, wirklich? Ja. Dann hole ich nur noch schnell meine Sachen. Darf ich dein Auto noch mal nehmen? Ja, natürlich. Danke. Dann bis gleich. Bis gleich. Frank, ich bin's. Du, ich glaube, dieser Tom hat etwas mit dem Diebstahl zu tun. Mhm. Er hatte Vogeldreck in seinem privaten Lieferwagen. Genau, er sagt, er musste zum Tierarzt und der Land Rover wäre nicht angesprungen. Und ja, frag doch mal bei Dr. Hoover nach, ob er wirklich da war. Ja, mach ich. Jillian? Du, ich muss Schluss machen. Tschüss. Jillian? Ja, du bist ja schon zurück. Was ist denn mit deinem Fuß? Das ist nicht so schlimm. Jake wird für ein paar Tage bei uns wohnen. Kannst du das Gästezimmer herrichten? Aber ja. Und woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Ach, na ja. Er ist doch nicht so ein Ekel, wie ich dachte. Nein, das ist er ganz und gar nicht. Guten Tag. Tag, Mr. Silver. Nummer 7, bitte. Hey, Jake. Haben Sie die gute Nachricht schon gehört? Welche? Das Naturschutzgebiet haben wir heute beerdigt. Weiß Mia davon? Ja, ich habe sie angerufen. Hoffentlich macht sie uns keinen Strich durch die Rechnung. Darf ich Sie zu einem Drink einladen? Ein andermal gerne. Ich habe noch eine Verabredung. Schade. Ich danke dir. Gerne. Komm rein. Vielleicht sogar schon das Sommerdreieck sehen. Vega, Dine und Arta hier. Ich liebe es, den Sternenhimmel anzuschauen. Dann kennst du sicher auch die alte Sage, dass, wenn eine Seele die Erde verlässt, ein neuer Stern am Himmel entsteht. Ein schönes Bild. Und so tröstlich. Du bist so wunderschön. Jake, ich habe Angst. Nein.
Dazu ist genau das Richtige. Schönes Bein. Da liegt ein toter Vogel oder sowas. Daneben eine Tasche vielleicht. Oh Gott. Ich geh mal runter. Aber das ist doch viel zu gefährlich. Nein, keine Angst. Was? Oh mein Gott. Wir kommen sofort. Wir brauchen den Bergungstrupp und die Spurensicherung. Jake hat Campbell gefunden an der Steilküste. Ich fahr schon vor. Aber wir hatten doch alles abgesucht. Mach schon. Mia hat sich hingelegt. Dann sehe ich besser gleich mal nach ihr. Nein, ich glaube, sie schläft schon. Aber ich könnte jetzt... Einen Whisky gebrauchen? Ja. Für sie muss es bestimmt auch ein Schock gewesen sein, solange wie sie für den Professor gearbeitet haben.
Also, ehrlich gesagt, danke. Ich bin nicht seinetwegen geblieben, nur wegen mir. Wissen Sie, der Professor war kein einfacher Mensch. Im Herzen gut, aber in seinen Verhaltensweisen ziemlich unerträglich. Deshalb hat er auch so viele Feinde. Was heißt das? Manchmal da war er richtig grob, aufbrausend, völlig egozentrisch und besessen von seiner Wissenschaft. Er hat die Tiere mehr geliebt als die Menschen. Und nach dem Tod seiner Frau ist das noch viel schlimmer geworden. Mia hat mir nur Gutes von ihm erzählt. Ja. Sie war ja auch die Einzige, zu der er liebevoll war. Aber er hat sie auch ausgenutzt. Ausgenutzt? Inwiefern? Er hat sie völlig in Beschlag genommen und ihr die Verantwortung für all das hier aufgebürdet. Sie hat nicht gelebt wie andere junge Menschen. Nicht einmal das Auslandsjahr, das er sich so sehr gewünscht hat, konnte sie machen. Er hat sie immer wieder zurückgepfiffen. Wie seine Falten. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte immer, Mia sei von ganzem Herzen besessen von ihrem Beruf. Ja, das ist sie ja auch. Aber sie kennt ja auch nichts anderes. Letztlich ist es für sie eine Lösung. Sergeant Holden. Wir haben schon gehört. Das war eine schreckliche Sache. Ja, aber wenigstens haben wir jetzt Gewissheit. Cupid? Was ich mir nur nicht erklären kann, warum hat er zu Ihnen gesagt, dass er in den Wald geht, wenn er doch an der Stallküste war? Er muss seine Meinung geändert haben. Fragen können wir ihn jetzt nicht mehr. Weiß man denn schon etwas über die Todesursache? Ich meine, hat er vielleicht einen Infarkt oder sowas? Die Gerichtsmediziner untersuchen das noch. Auf jeden Fall muss er noch gelebt haben, weil er sich ja noch in die Höhle schleppen konnte. Und Ebbe und Flut haben ihn jetzt rausgespült. Ja, ja, das macht Sinn. Gibt es was, das ich für Sie tun kann? Nein, im Moment. Im Moment nicht. Ich will jetzt zu Mia. Wissen Sie, ob sie schon zurück ist? Nein. Wieso? Die Arme musste ihren Vater identifizieren. Sie können sich doch sicher vorstellen, wie der Leichnam von den Möwen zugerichtet wurde. Na ja, wenn Ihnen noch was einfällt, vielleicht, ob er mit jemandem an der Steilküste verabredet war, sagen Sie es mir bitte. Wir werden die Umgebung absuchen. Klar, wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Cupid! Bist du ja endlich. Ach, was für ein schrecklicher Tag. Ja, das kannst du laut sagen. Wenn es wohl noch ein Dienstag, ich könnte einen Drink gebrauchen. Ich auch. Also ich wusste ja nicht, dass Sie beide... Nein, das weiß niemand. Nicht einmal Mia. Wir wollten eigentlich zusammenziehen, aber dann ist das mit dem Professor passiert und ich wollte natürlich bei ihr bleiben. Das ist sehr anständig von Ihnen. Ja, Schatz. Jetzt musst du noch bleiben, bis ich herausgefunden habe, ob es nicht doch Mord war. Mord? Mom, ich muss dir was sagen. Du hast dich in Mia verliebt. Du kennst mich ja wirklich gut. Ja, das habe ich. Aber George wurde gestern tot aufgefunden, unten an den Klippen. Oh mein Gott, wie schrecklich. Das arme Mädchen. Sie ist sehr gefasst. Sie hat es die ganze Zeit geahnt. Es tut mir sehr leid, aber
Aber dann ist ja der Weg frei für uns. Hast du dich schon mit ihr geeinigt? Nein. Sie weiß immer noch nicht, dass es um eine Helikopterbasis geht. Ihr auf ihrem Grundstück. Jake, du bist wirklich kein guter Geschäftsmann. Komm bitte zurück nach London. Das muss jemand anders mit ihr regeln. Aber Mom. Nein, kein Aber. Ich erwarte dich heute Mittag. Mom. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht es dir? Einigermaßen. Ich habe ihr gesagt, ich brauche Gewissheit. Jetzt kann ich trauern. Mia, ich muss dringend nach London. Hättest du ein Problem damit, wenn ich dich alleine lasse? Nein, flieg ruhig. Ich brauche immer ein bisschen Zeit für mich. Gut. Aber komm bald wieder. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So ein schreckliches Ende, das hat kein Mensch verdient. Nein. Sie wollen jetzt sicher wissen, wie es weitergeht. Ja, das auch. Wir machen weiter wie bisher. Wenn das mal geht. Wie meinen Sie das? Naja, wenn diese Helikopterbasis erstmal gebaut wird, dann haben die Vögel keinen Frieden mehr. Was? Wovon reden Sie? Ich habe zufällig gehört, wie Jake Silver mit jemandem drüber gesprochen hat, dass er eine bauen will. Auf ihrem Grundstück. Lass uns Freunde sein. Ich helfe dir, deinen Vater zu suchen. Ich bin immer für dich da. Du wolltest nur sicher sein, dass er tot ist und mich dann ausnutzen. Ich hasse dich. Wie konnte ich nur so blind sein? Mia, bitte hör mir zu, so war es nicht. Das kannst du dir sparen. Scher dich zum Teufel mit deinen Hubschraubern, Jake Silver. Ich will dich nie wiedersehen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Jake, bleib hier. Mia, bitte. Du bist ein Mistkerl. Sie ist genau wie ihr Vater. Du machst dich nur unglücklich. Mom, ich muss das mit ihr klären. Rob, mach mir den Vogelstart gleich. Ich muss dringend nach Seaham. Ich bitte dich. Ich kann die Werft wahrscheinlich auch so verkaufen. Und dann kannst du ja mit ihr einen Vogelpark eröffnen. Mom, wir werden sicherlich eine Lösung finden. Aber Mia ist die Liebe meines Lebens. Rob, mein Sohn bekommt keine Starterlaubnis. Jawohl, Mom! Und jetzt komm mit rein. Freeman kommt gleich. Wir brauchen einen neuen Plan. Mom! Rob! Tut mir leid. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Es gab unerwartete Schwierigkeiten. Die unseren Deal gefährden könnten? Ich will ganz offen sein. Die Besitzerin des Grundstücks ist nicht bereit zu verkaufen. Ich werde mich doch in der heutigen Zeit nicht mit einer Naturschützerin anlegen. Ich kann mir schon vorstellen, was die alles anstellen wird, damit ihre Vögelchen Ruhe haben. Man kann sicher eine Flugroute ausarbeiten, damit das nicht eintritt. Wie wäre es mit einem anderen Stück Land? Mr. Freeman. Geben Sie uns bitte noch etwas Zeit. Vielleicht kann man Mia Campbell doch noch überreden. Ich muss sagen, ich bin ein wenig enttäuscht, dass Sie mich nicht vorher über das Problem informiert haben. Das Ausmaß war uns nicht klar. Für mich hat diese Hubschrauberwerft hier nur einen Wert, wenn ich den Flugplatz auch bauen und betreiben kann. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Warum ist es Ihnen denn so wichtig, die Werft so schnell zu verkaufen? Die Geschäftsführung geht schon lange über meine Kräfte. Und mein Sohn will sie nicht übernehmen. Meine einzige Leidenschaft ist die Fliegerei. Er hasst Schreibtische und Zahlen und Meetings und... Ich weiß, was Sie meinen. Mein Sohn ist genauso. Also, mein Angebot steht. Bis
ich eine Alternative gefunden habe. Das ist alles, was ich anbieten kann. Danke. Sie hatten recht, Alan. Jake hat es nur auf das Grundstück abgesehen. Tut mir leid für Sie. Aber gut, dann ist ja alles klar. Ich nehme an, dieser komische Heilige taucht hier nicht mehr auf. Nein, ich hatte schlagkräftige Argumente. Der wird bestimmt nicht mehr herkommen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Verschwinde! Sonst hole ich die Polizei wegen Hausfriedensbruch. Ich will nur ein klärendes Gespräch. Das musst du mir zugestehen. Für mich ist alles klar. Und jetzt geh. Du kommst jetzt mitten damit und hörst mir zu. Du benimmst dich immer noch wie ein 12-jähriges Mädchen. Glaubst du, mit Bockigkeit kommst du im Leben weiter? Es gibt keinen Grund, warum du mich nicht anhören solltest. Und falls es dir entgangen ist, ich habe mich in dich verliebt. Ich habe jetzt keinen Nerv für ein Gespräch. Du kennst meine Haltung und ich kenne deine. Tust du nicht. Tu ich wohl. Mir ging es von Anfang an nur um dich und dein Geschäft, um deinen Flugplatz. Es ist schade, dass du immer noch so von mir denkst. Ich ziehe mein Angebot zurück. Mach mit dem Grundstück, was du willst. Das gehört dir. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Jake. Hat er sie bedroht oder so? Nein. Das Kapitel ist abgeschlossen. Hallo. Jake, ich dachte, Sie sind in London. Das war ich auch. Und ich bin auch gleich wieder auf dem Weg dorthin. Sie sehen nicht gut aus. Ist irgendwas passiert? Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich das Grundstück betreten habe. Das wird mir aber gar nicht gefallen. Am besten, Sie lassen sich die Geschichte von ihr erzählen. Da werden Sie feststellen, was für ein mieser Typ ich bin. Jake, ich denke, es ist an der Zeit für ein Gespräch von Mann zu Mann. Ich muss sowieso nach Hause. Kommen Sie. Mia ist in einer Ausnahmesituation. Sie will das Werk ihres Vaters fortsetzen. Sie hat ihre Prinzipien, ja, und sie ist ein wenig stur. Oh ja. Aber dass sie in sie verliebt ist, das konnte jeder sehen, der Augen im Kopf hat. Was soll ich jetzt machen? Ihr ein wenig Zeit geben und um sie kämpfen. Danke. Danke. Sie wollen also aussteigen? Genau so ist es, Bürgermeister. Ist das Ihr allerletztes Wort, Jake? Mein Entschluss ist unumstößlich. In diesem Fall war es nett, Sie kennengelernt zu haben. Verdammte kleine Hexe. Was machen Sie hier? Sie haben Ihr Nummernschild verloren. Und? Ja, eigentlich bin ich wegen Mia hier. Sie war nicht zu Hause. Dann dachte ich schau mal hier vorbei. Wir waren verabredet. Das glaube ich wohl weniger. Ich habe mitbekommen, wie sie heute früh vom Hof gejagt hat. Ja, eben. Ich dachte, sie hat sich vielleicht schon wieder beruhigt. Sie ist nicht da. Das ist aber schade. Ja, das ist schade. Tja, dann habe ich wohl Pech gehabt. Tja, die Frauen. Sie machen wohl viel Überstunden, was? Naja, wenn es um die Vögel geht, kann man nichts verschieben. Hm? Sagen Sie, was transportieren Sie da eigentlich? Neue Türen für die Käfige, die nicht so leicht aufzubrechen sind. Wissen Sie, wenn Sie schon mal da sind, könnten Sie uns doch beim Entladen helfen, hm? Klar. Fein.
überall. Warum gehst du nicht an dein Handy? Ja, ist wahrscheinlich im Auto liegen lassen. Lass das jetzt. Lass uns lieber wie zwei vernünftige Menschen miteinander reden. Aber bitte ohne Vorwürfe, Mom. Tut mir leid. Wir stehen beide unter großer Anspannung. Ich weiß. Und wir beide wollen auch nur das Beste. Ich konnte Freeman davon abhalten, ganz abzuspringen. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance, die Werft an ihn zu verkaufen. Das wird gar nicht nötig sein, Mom. Ich werde die Firma übernehmen und du kannst dich zur Ruhe setzen. Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur, wenn du mir gelegentlich mit Rat und Tat zur Seite stehst. Natürlich. Du bringst jetzt ein Opfer wegen mir, stimmt's? Nein. Vielleicht bin ich einfach nur erwachsen geworden. Hast du dich schon mit ihr ausgesprochen? Was ist denn mit Jake? Er hat sich jetzt gar nicht mehr gemeldet. Ich glaube, diesmal habe ich ihn wirklich verjagt. Ach, Unsinn. Frank meint auch, ihr beide braucht nur Zeit. Das hat er auch zu Jake gesagt. Du redest mit Frank über mein Liebesleben? Warum das denn? Ja, also da gibt es etwas, das du endlich wissen musst. Und das wäre? Ich rede mit Frank auch über mein Liebesleben. Was? Ja, also genauer gesagt, über unser gemeinsames Leben. Jillian? Habe ich das gerade eben richtig verstanden? Du und... Ja. Letztes Jahr auf dem Sommerfest, da haben wir festgestellt, dass wir beide aus London kommen und dass wir ganz entsetzliches Heimweh haben und dass wir gemeinsam zurückholen. Wir sind jetzt beide im Aufbruch. Das sehe ich als Chance. Ja. Ach, das ist schön. Dein Garten ist immer noch so wunderschön, Mia. Ich darf doch noch du sagen. Frances. Guten Tag, Mrs. Silver. Oh, hallo, Jillian. Was machst du denn hier? Ich habe doch schon gesagt, dass ich nicht verkaufe. Darum geht es im Moment nicht. Es geht um Jake. Es ist Zeit für den Tee. Darf ich Ihnen auch eine Tasse anbieten? Vielleicht etwas später. Ich würde gern ein paar Schritte gehen, Mia. Weiß Jake, dass du hier bist? Ach, und jetzt willst du mich überreden zu verkaufen? Wenn du so willst, ja. Ich hatte Jake gebeten, die Geschäftsführung zu übernehmen, aber er hat nach anderen Wegen gesucht. Für ihn ist es Horror, in einem Büro eingesperrt zu sein. Er könnte es, wenn er wollte, aber... Dann wäre er nicht mehr frei wie ein Vogel. Ja. Und nun will er mir und dir dieses Opfer bringen. Er wird die Firma leiten, einen Kredit aufnehmen, um mich auszuzahlen. Der Flugplatz hier ist kein Thema mehr für ihn. Das Grundstück wird nicht dafür genutzt. Weder seine Hälfte noch deine. Und das will er wirklich? Wenn du mit ihm gesprochen hättest, dann wüsstest du es schon. Was soll ich denn jetzt machen? Nachdenken. Nachdenken, ob du dieses Opfer annehmen willst. Jake? 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 Jake, bitte sag doch was. Hallo, Jake? Seltsam. So, hier, bitte sehr. Danke. Wo fährst du denn hin? Ich muss unbedingt mit Jake sprechen. Ach, Jillian, ich war so verbohrt. Ich habe nur an mich und meine Pläne gedacht und dabei einen Riesenfehler begangen. Ich bin so froh, dass du das endlich erkennst. Was? Dass ich der größte Esel auf Erden bin. Dass du mit deiner Vergangenheit abschließt und dich auf deine Zukunft freust. Komm. Ich helfe dir packen. Super. Na komm. Schön. Alan, ich muss nach London. Falls sich Mr. Silver melden sollte, sagen Sie ihm doch bitte, dass er mich auf dem Handy anrufen soll. Ich kann ihn nicht erreichen. Sie haben Ihre Meinung doch nicht geändert, was diesen Flugplatz angeht. Wir werden eine Lösung finden, Alan. Tom!
ist denn los, Boss? Jake Silver muss her. Mia? Alan? Ja. Hallo, ey. Kommen Sie ruhig rein. Sagen Sie, wissen Sie, wo Mia ist? Oh, sie ist weggefahren. Und wohin? Keine Ahnung. Oh, sie ist mir keine Rechenschaft schuldig. Ja, davon gehe ich aus. Aber Sie haben mir noch ausrichten lassen, dass sie mich sehen will, wegen des Grundstücks. Und zwar hier auf der Falknerei. Ja, das hat sie heute Morgen ja auch gesagt. Ja, und? Aber sie hat natürlich nicht damit gerechnet, dass sie so schnell losfahren. Die Frauen halt. Ja. Kommt sie denn heute wieder? Ja, gegen Abend, hat sie gesagt. Hat sie gesagt? Hat sie gesagt. Na gut, dann komme ich später eben wieder. Ja, tun Sie das. Tom! Ja? Es ist soweit. Jake! Ja? Mia hat schon die ganze Zeit versucht, sie zu erreichen. Ja, ich habe mein Handy verloren. Irgendwo hier. Sagen Sie, wissen Sie, wo Mia ist? Ja, sie ist vorhin nach London gefahren. Was will sie denn da? Na, ihretwegen. Sie hat ihre Meinung geändert. Darf ich mal bitte telefonieren? Ja, natürlich. Kommen Sie rein. Mia, ich bin mit Jillian. Soll ich dir entgegenkommen? Nein, warte auf mich. Ich bin in einer halben Stunde zurück. Ich freue mich. Bis gleich. Ich mich auch auf dich. Hm? Bis später. Jake? Nein, hier ist Alan. Alan, was gibt's denn? In der Falknerei wurde schon wieder eingebrochen. Was? Am helllichten Tag? Wo wart ihr denn? Jemand draußen auf dem Feld. Können Sie kommen? Habt ihr die Polizei schon geholt? Gut, ich komme sofort. Haben Sie eine Ahnung, wem das Handy gehört? Nie gesehen. Man wird sich ja feststellen lassen. Meinen Sie nicht? Sicher? Sind die Türen da am Tag verschlossen? Wie kann es denn sein, dass ihr nichts bemerkt habt? Ich hab doch gesagt, ich war auf dem Feld drüben. Tom und ich haben Biomüll entsorgt. Und wo ist Tom? Kommt gleich. Der war schon nach Hause gefahren. Mr. Ryder, erneut wurde hier eingebrochen und Ihr, wie ich mitbekommen habe, Lieblingsfalke wurde gestohlen. Und wieder waren Sie nur einige hundert Meter entfernt. Kein Autogeräusch? Keine Gegenwehr des Vogels? Der Einzige, der kurz vorher hier war, ist Mr. Silver. Vielleicht ist er ja zurückgekommen und hat... Mr. Silver? Ja? Ist das vielleicht Ihr Handy? Ja, ich habe schon überall gesucht. Wieso? Tja, dann muss ich Sie bitten, mit mir aufs Revier zu kommen. Wir brauchen Ihre Fingerabdrücke. Wie bitte? Das ist doch verrückt. Mir. Und Sie halten sich da bitte raus und rühren Sie nichts an, insbesondere nicht die Vogelkäfige. Bis die Spurensicherung kommt wegen der Fingerabdrücke. Natürlich sind auch meine Fingerabdrücke drauf. Ich habe neulich Ellen geholfen, die Käfige zu reparieren und eben gerade... Das ist absolut lächerlich. Was hätte ich denn für ein Motiv? Geld, Mr. Silver. Wenn wir ruiniert sind, haben Sie freie Bahn. Sie machen Ihre Aussage am besten auf dem Revier. Kommen Sie mit und ziehen Sie Ihre Jacke an. Ich halte Sie nicht für verdächtig. Vielmehr denke ich, dass der Verdacht nur auf Sie gelenkt werden soll. Und warum nehmen Sie mich damit zur Wache? Weil ich Ellen in Sicherheit wiegen will. Ich habe mittlerweile einen Informanten in den Hederkreisen. Und wir wissen, wer die ersten gestohlenen Falken gekauft hat. Wirklich? Tom Black ist der Dieb und Ellen deckt ihn scheinbar. Ich bekomme sofort Bescheid, wenn Tom Black mit dem gestohlenen Vogel auftaucht. Dann habe ich endlich Beweise und kann die beiden festnehmen. Aber mir ist das alleine mit diesem Ellen. Was ist, wenn Sie...
Wir müssen umdrehen. Wir müssen sofort umdrehen. Tom? Alles klar. Es hat geklappt. Hast du die anderen Falken abgeliefert? Gut gemacht. Ja, ja, die Luft ist rein. Du kannst zurückkommen. Ich wusste es. Von dem jungen Falken würden Sie sich niemals trennen. Sie haben auch die anderen Vögel verschwinden lassen, nicht wahr? Ich habe mir nur genommen, was mir gehört. Sie lügen. Es gibt einen anderen Grund. Geld ist es nicht, was sie treibt. Wie soll sie es denn herausfinden? Er wird ihr nicht sagen, nein, wir müssen abwarten. Sonst habe ich ja wieder nichts in der Hand. Aber ich kann nicht abwarten. Warum haben Sie eigentlich darauf bestanden, dass Tom wieder für uns arbeitet? Erpresst er Sie? Warum? Weswegen? Seien Sie ruhig. Sonst muss ich... Sonst müssen Sie was? Mich auch von den Klippen stürzen wie mein Vater? Haben Sie mich noch mehr Sorgen auf dich? Mia! Alan, Boss. Geht's dir gut? Warum? Warum habt ihr das getan? Vater war doch immer gut zu Ihnen. Gut. Gut war nur zu seinen Tieren. Und zu Ihnen. Mich hat er immer nur rumgescheucht und ausgenutzt. Wer hat denn bei Wind und Wetter die Drecksarbeit gemacht? Ich. Ich habe die Falken großgezogen, mich um sie gekümmert. Ich habe sie abgerichtet. Ich. Aber Ihr Vater hat die ganzen Auszeichnungen und Preise dafür eingesteckt und mir nie gedankt. Haben Sie ihn deswegen von den Klippen gestoßen? Ich wollte das nicht. Das war ein Unfall. Ich sollte runtersteigen an einer gefährlichen Stelle für Fotos von Mauersedlern. Ich habe mich geweigert. Da ist er ausgerastet. Hat mir mit Entlassung gedroht. Und ich habe nur einen Schritt auf ihn zugemacht. Er ist zurückgewichen und dann... Wissen Sie, wie das ist? Wenn sich jemand anderes mit fremden Federn schmückt. Nur er hat existiert. Immer nur er. Das kann einen schon zur Affekthandlung bringen. Und dann? Als der Professor gestürzt war. Da bin ich natürlich runter. Aber er war tot. Hat Tom Ihnen geholfen, die Leiche zu verstecken? Ja. Dafür musste ich ihm die Falken geben. Er hat sie alle verkauft. Und dann haben sie versucht, den Verdacht auf Mr. Silver zu lenken. Äußerst dilettantisch. Wieso? Hatte doch auch ein Motiv, den Professor loszuwerden. Also, Mr. Freeman kauft meiner Mutter die Helikopterwerft bei London ab. Der Verkauf des gesamten Grundstücks hier vor Ort kommt nicht zustande. Dafür entsteht aber dort ein Wildvogelreservat. Ich für meinen Teil habe auch eine andere, bessere Lösung gefunden. Ich werde die Helikopterbasis nach Plymouth direkt ins Hafengebiet verlegen. Dort haben wir Anbindung an die Industrie und sparen enorme Kosten. Der hiesige Gemeinderat hat beschlossen, das gemeinsame Grundstück von Dr. Campbell und Mr. Silver ab sofort unter Naturschutz zu stellen.
Und damit das auch für immer gilt, müssen Sie sich um die Eintragung des Schutzgebietes bei der Königlichen Gesellschaft des Vogelschutzbundes und beim Umweltministerium kümmern. Sie sind wirklich hartnäckig, Dr. Campbell. Wenn wir schon eine pragmatische Lösung anstreben, muss sie auch wasserdicht sein. Ich unterschreibe erst, wenn alles schriftlich vorliegt. Ich auch. Oh, keine Sorge. Nicht mal im Traum würde ich es wagen, Ihre Forderungen nicht zu erfüllen. Außerdem ist so ein Naturschutzgebiet eine große Bereicherung für unsere hiesige Gemeinde. In erster Linie wirtschaftlich gesehen. Und jetzt möchte ich einen Toast auf eure Väter aussprechen, die ja nicht ganz unbeteiligt daran waren, dass wir so wunderbare Kinder haben. Habe ich dir nicht schon gesagt, dass ich dich liebe? Nein, du Luftpirat. Aber ich liebe dich auch. Es gibt gleich noch einen weiteren Grund, das Glas zu erheben. Setz dich bitte. Gillian? Oh Gott. Darf ich dich um deine Hand bitten? Also vom Heiraten war doch nie die Rede. Na, anders kriege ich dich ja hier nicht weg. Geben Sie uns Ihren Segen? Aus vollem Herzen. Ja. Du verrückter Kerl, du. Das bedeutet aber, dass wir nach London ziehen, Mia. Und zwar schon nächste Woche. Ich weiß. Und auch, dass Sie Gillian sehr, sehr glücklich machen werden. Oh, danke. Auf euch. Danke. Alles Gute. Auf euch. Ja, für euch auch. Alles Gute. Die Sache mit dem Brautkleid ja doch mal in Erwägung ziehen. Fände ich gar nicht schlecht. Hm? Und? Bist du bereit für deine erste Flugstunde? Wie? Mit dem Falken. Ach so. Hier? Du bist verrückt. Streck den Arm aus und halt still. Gemacht, mein Schöner. Der junge Falk ist wirklich ein Prachtstück. Ich hätte nie gedacht, dass wir ihn durchkriegen. Das ist alles Ihr Verdienst, Aaron. Das ist ja mein Beruf. Bei Ihnen ist das eher eine Berufung. Gott sei Dank. Ohne Sie wäre das ja alles nichts. Schöner.
Voliere ist ja immer noch kaputt. Ich hab's leider noch nicht geschafft, Miss Campbell. Ich mache hier die Arbeit für zwei. Das weiß ich auch zu schätzen, Alan. Das sollte kein Vorwurf sein. Seitdem Vater weg ist, sind Sie mir neben Jillian die größte Stütze. Was soll das denn? Ein solcher Hubschrauber flog hier auch an dem Tag, als Ihr Vater verschwand. Ach ja? Daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Wenn die neue Bohrinsel eingeweiht ist, wird das wohl den ganzen Tag so gehen. Der wird doch nicht etwa hier lang. Das werden wir noch sehen. Privatbesitz. Ich weiß. Ja, dann machen Sie das hier weg, sonst rufe ich die Polizei. Das ist eine sehr gute Idee. Wegen Ihnen hätte ich beinahe eine Bruchlandung hingelegt. Wie bitte? Sie hätten mich fast umgebracht. Jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen, hm? Sie auch. Und jetzt verlassen Sie unverzüglich mein Grundstück. Irrtum. Das Land gehört mir. Wie Sie den Dokumenten entnehmen können, meldet der junge Mann hier absolut berechtigten Anspruch auf das Land Ihres Vaters an. Sagen Sie bloß, Sie wissen das nicht mehr. Ihre Väter waren die besten Freunde. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da hattest du noch eine Zahnspange. Übrigens siehst du ohne bedeutend hübscher aus. Bitte? Wir sind sogar schon mal gemeinsam in den Urlaub gefahren ans Meer. Du warst ungefähr 12 und wir haben uns die ganze Zeit gestritten. Ne? Jake. Genau, ja. Du hattest auch eine Zahnspange und Pickel und abstehende Ohren. Findest du, ich sehe jetzt besser aus? Ach. Ein Herz und eine Seele. Jedenfalls, das Grundstück, um das es hier geht, haben Ihre Väter gemeinsam erworben. Mr. Silver ist der rechtmäßige Erbe seines verstorbenen Vaters. Wohingegen Sie, Dr. Campbell, keinerlei Anrecht auf den Besitz Ihres Vaters haben. Was? Was soll das denn heißen? Das soll heißen, solange der Tod Ihres Vaters nicht erwiesen ist, gilt er als vermisst. Das besagt, dass Sie frühestens erst nach 5 Jahren sein Erbe antreten dürfen. Bis dahin darf keiner von Ihnen allein über den Besitz verfügen, sondern nur mit der Zustimmung des jeweils anderen. Gut. Dazu werde ich einen Anwalt konsultieren. Jeder Anwalt in Großbritannien wird Ihnen dasselbe sagen. Das werden wir dann sehen. Vielen Dank. Ich finde allein hinaus. Was ist ihm denn passiert? Professor Campbell? Ja. Er ist vor ungefähr 2 Monaten verschwunden, auf einer Exkursion hier in der Gegend. Spurlos. Man hat ihn bis heute nicht gefunden. Ziemlich mysteriös. Hallo, Alan. Hallo, Jillian. Und, drüben im Haus vom Professor, alles in Ordnung? Soweit schon. Hier, ich habe Ihnen Tee mitgebracht. Ach, das ist aber lieb von Ihnen. Sagen Sie, haben Sie Mia gesehen? Sie hat sich gerade die Schlüssel vom Studio ihres Vaters geholt. Aber der Professor hat den Zutritt doch untersagt. Tja.
dachtest du, dein Vater kommt zurück. Das ist alles ein Chaos hier. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwas finden soll. Früher hat das alles hier deine Mutter geordnet. Ich habe ihm 1000 Mal angeboten, in seinem Büro Kram zu machen, aber er wollte das nicht. Mhm. Ich auch. Aber er hat mir gesagt, ich soll mich aufs Lernen konzentrieren. Er hat mir sogar verboten, hier diesen Raum zu betreten. Ja. Jetzt habe ich von nichts eine Ahnung. Das sind Unterlagen vom Haus. Am wenigsten scheint hier alles richtig zugeordnet zu sein. Der Bescheid her, der ist von diesem Jahr. Hm. Weißt du, was ich denke? Dad wird nicht wiederkommen. Ich spüre das. Mir wäre lieber, ich könnte um Dad trauern. Diese Ungewissheit macht mich wahnsinnig. Und jetzt auch noch die Sache mit dem Grundstück. Ja. Dabei hatten dein Vater und Mr. Silver Großes damit vor. Sollte ja nie bebaut werden. Er wollte dort seine Greifvögel aufziehen, eine Art Reservat für Wildvögel errichten. Entschuldigung bitte, dass ich so reinplatze, aber niemand hat mein Klopfen gehört. Habe ich dich eingeladen? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist Jake Silver, der das Grundstück haben will. Jillian Simpson, unsere Haushälterin. Freut mich. Guten Tag. Mia, können wir mal in Ruhe miteinander reden? Es gibt nichts zu bereden, du bekommst das Grundstück nicht. Mein Vater wird dem niemals zustimmen und ich auch nicht. Reden ist immer besser als streiten. Ich bringe Ihnen eine Tasse, Mr. Silver. Vielen Dank. Mia, es geht nur um einen Streifen Land an der Küste. Willst du da etwa ein Hotel hinbauen? Nein, ich will da kein Hotel hinstellen. Das ist auch besser so. Das Land soll nämlich Naturschutzgebiet werden. Eine kommerzielle Nutzung kannst du dir also abschminken. Willst du den Streit unserer Väter wirklich fortsetzen? Warum nicht? Wahrscheinlich haben sie sich genau darüber entzweit. Na schön. Ganz wie du willst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Ich wünschte, ich wäre wieder eins. Morgen, Mike. Morgen. Na, ist der Vogelstart klar? Ja, es ist alles in bester Ordnung. Gut. Der Boss ist oben im Büro. Danke. Nein, Mr. Logan, ich werde nicht von meiner Kalkulation abrücken. Qualität und Sicherheit hat ihren Preis und Sie wissen, wie wichtig das im Flugverkehr ist. Ja, natürlich werden wir pünktlich liefern. Sie kennen doch unseren Ruf. Ja, bis dann. Oh, das wird immer mühsamer. Hallo, mein Schatz. Morgen, Mann. Ich bin halt froh, dass ich mich bald zur Ruhe setzen kann. Es ist kaum vorstellbar, dass du in Zukunft nur noch Rosen züchtest. Es gibt für alles eine Zeit. Und mein einziger Sohn hat ja nur die Fliegerei im Kopf, statt meine Nachfolge anzutreten. Mom, bitte keine Vorwürfe. Das haben wir doch alles bereits ausdiskutiert. Ich brauche eben meine Freiheit. Dann sieh wenigstens zu, dass du mit diesem Ölmogul ins Geschäft kommst. Mach ich. Weiß man in der Zwischenzeit mehr über das Verschwinden von Professor Campbell? Es gibt anscheinend noch keine Spur. Irgendwie hat er seine gerechte Strafe verdient. Du weißt, was mit ihm passiert ist? Nein, vielleicht hat er sich auch einfach nur ins Ausland abgesetzt. Obwohl er der beste Freund deines Vaters war, ich weine ihm keine Träne nach. George Campbell war ein Egoist. Er hat nur für seine Forschung gelebt. Und er war sehr jähzornig. Hast du deshalb den Kontakt abgebrochen? Nein. Er hat deinen Vater im Zorn mal sehr verletzt. Weiß Mia davon? Ich weiß es nicht. Sie wird sicher irgendwann die Wahrheit erfahren. Jake, wir dürfen trotz alledem unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß, Mom. Ich muss jetzt los. Der Bürgermeister von Seaham erwartet mich. Zieh deine Uniform an. Hm? Das ist eine sehr gute Idee. Ich drücke uns die Daumen. Thank you.
Guten Tag, Miss Simpson. Hallo, Sergeant. Inspektor Holden, wenn ich bitten darf. Meine Versetzung nach London ist durch. Inklusive Beförderung. Oh, Frank. Ich bin so stolz auf dich. Das wird heute Abend gefeiert. Ich lade dich ganz groß ein. Heute Abend ist Sommerfest. Ich muss mir am Stand helfen. Hm? Aber Mittwoch habe ich frei. Mittwoch. Gut, Mittwoch. Willst du ins Jubiläum? Oh ja. Oh, das wäre herrlich. wann gehst du denn nach London? Jillian, in einem Monat gehen wir nach London. Schließlich habe ich das alles deinetwegen gemacht. So schnell? Ja. Und ich bitte dich, sag mir endlich Bescheid, dass du mitkommst. Eventuell muss mir ja Ersatz für dich suchen. Guck mich mal an. Ich mein's ernst. Oh, Frank, ich bring's einfach nicht übers Herz. Und sie hat doch nur noch mich. Mittlerweile denkt sie, ihr Vater ist tot. Ihr müsst ihn jetzt endlich finden, damit sie Gewissheit hat. Um ehrlich zu sein, die Suche ist längst eingestellt. Was? Und was heißt das jetzt? Sie können natürlich auf eigene Faust Nachforschung anstellen. Ja, und wenn das auch keine neuen Ergebnisse bringt? Dann bleibt nur, Ihren Vater für tot erklären zu lassen. Aber bevor das rechtskräftig ist, dauert es 5 Jahre. Und vor allem die Versicherung rechnen oft mit Betrug. Die Versicherung ist das geringste Problem. Aber solange ich mir nicht sicher bin, lasse ich meinen Vater niemals für tot erklären. Niemals. Ich werde selbstverständlich an dem Fall dranbleiben, wenn ich kann. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie es mir. Danke. Sie kennenzulernen, Mr. Freeman. Bitte, darf ich Ihnen Mr. Silver vorstellen? Mr. Freeman, freut mich. Diese Bohrinsel ist wirklich ein wahrhaftiges Geschenk für unsere Region. Es bedeutet wirtschaftlichen Aufschwung und natürlich Arbeitsplätze. Damit verbunden der Ausbau unserer Infrastruktur und vieles mehr. Ich sehe das Ganze schon vor mir. Wenn wir endlich hier den Flugplatz bauen, dann, entschuldigen Sie mich bitte, dann könnten wir innerhalb einer Viertelstunde die Bohrinsel erreichen. Das wäre also die perfekte Lage. Natürlich bedeutet das neue Jobs. Aber wir brauchen für den Heliport auch eine Zufahrtsstraße, Strom, Wasser und so weiter. Dafür müssen Sie sorgen, Mr. Hamilton. Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen. Mit unserem Gemeinderat gibt es keine Probleme. Sind Sie denn mit der jungen Dr. Campbell schon weitergekommen? Ist das die Tochter von Professor Campbell? Ja. Sie wäre aber aus verständlichen Gründen gegen den Flugplatz. Deshalb möchte ich die Sache vor ihr geheim halten. Eine ziemlich fanatische Naturschützerin. Arbeitsplätze gegen Naturschutz. Aber mit solchen Problemen haben ja alle zu kämpfen, die in der Natur bauen wollen. Wem sagen Sie das? Aber am Ende hat ja doch jeder seinen Preis. Kümmern Sie sich darum. Aber das bleibt in diesen 4 Wänden. Ist das klar? Natürlich. Sicher. Unser jährliches Sommerfest wird gleich eröffnet. Darf ich der Herren zu einem kleinen Rundgang einladen? Sehr freundlich von Ihnen, aber ich habe leider keine Zeit mehr. Es sieht alles sehr gut aus. Wir haben einen perfekten Plan und müssen ihn nur noch umsetzen. Wie Sie das machen, ist Ihre Sache. Selbstverständlich. Gentlemen. Mr. Freeman. Jack, einen Moment bitte. Ich muss Ihnen noch was sagen. Ja, Fazit unser Gespräch ist doch gut gelaufen. Vögel in unserer Region sind den Heliport ziehen wir auf jeden Fall durch, wie auch immer. Kein Problem. Aber die Sache mit dem Küstenstreifen, die müssen Sie für uns klären. Was halten Sie von der Idee, mich zur Bühne zu begleiten? Da ist sie ja, unsere Naturschützerin. Hallo. Ich grüße Sie. Wir kämpfen für ein jetzt eine Tasse der Küste. Darf ich Ihnen das geben? Passen Sie doch auf. Entschuldigung. Schon gut. Ladies and Gentlemen, willkommen zu unserem jährlichen Sommerfest. Oh, kommt, das sollten wir nicht verpassen. Wie jedes Jahr kommen wir nun zum Höhepunkt, zur Versteigerung unserer Junggesellen. Kommen Sie, lassen Sie sich das nicht entgehen. Wo haben sich denn all unsere Junggesellen versteckt? Ja, wen sehe ich da? Wer verkriecht sich in der Ecke? Unser lieber Ron. Ron, komm hoch. Na komm, Ron. Gut gemacht. Na, wir alle kennen Ron. Ich bin ein echter Fan von ihm. Er ist zuverlässig, liebenswert und, wie man sieht, ein echter Gourmet.
Nun, meine Damen, wer bietet von Ihnen? Kommen Sie, ich bitte Sie. 15 Pfund. Ich habe Damen gesagt und ich glaube, das war ein Mann. 20 Pfund. 20 Pfund? Ich bitte Sie, Gnädigste, für einen solchen Prachtkerl wie Ron. 25 Pfund. 25 Pfund, das ist nicht genug. Höre ich ein höheres Gebot. Kommen Sie. 30. 30 Pfund. Oh, das hört sich nach der Gewinnerin an. 30 Pfund zum ersten Ron und auch zum zweiten. Ron verkauft dann die Lady in dem blauen Kleid. Psst, Jack, kommen Sie rauf. Das ist eine gute Gelegenheit, sich bei den Leuten beliebt zu machen. Oh ja, meine Damen, ja. 100. 100, Madam? 150. 150, das war Ihr Urlaubsgeld. 160. 160. Klingt für mich wie die Gewinnerin. 160 zum Ersten, 160 zum Zweiten. 500. 500 Pfund. Ja. 500 Pfund zum Ersten, 500 Pfund zum Zweiten. Verkauft an die Lady hier vorne. Ja. Und jetzt Musik, Meister! Muss ich dich jetzt küssen? Nein, der Mann, den die Frau ersteigert, muss einen Tag zu ihren Diensten sein. Oh. Wie darf ich das denn missverstehen? Ich brauche dich und deinen Hubschrauber. Sehr gern. Ich muss nur heute schnell zurück nach London. Morgen? Morgen ist gut. Dann darfst du auch ausnahmsweise auf meinem Gelände landen. Ausnahmsweise auf meinem Gelände landen. Schon gefüttert? Wann denn? Ich war damit beschäftigt, das Gitter zu reparieren. Glauben Sie mir, wir müssen noch jemanden einstellen. Oh. Gut, ich kümmere mich drum. Nicht nötig, ich hatte schon Tom Black gefragt. Was, den? Naja, er kennt die Arbeit hier genauso gut wie ich. Aber Vater hat ihm doch gekündigt und das aus gutem Grund. Ich habe aber keine Zeit, jemanden anzulernen. Und Tom kann sofort anfangen. Aber er... Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat aufgehört zu trinken. Gut, wir versuchen's. Nehmen Sie bitte die Sachen in den Schuppen. Ich bin heute Abend zurück. Ja. Und füttern Sie die Vögel. Morgen. Morgen. Na, bist du bereit? Ja. Gut. So verlierst du wohl nicht den Mut, oder? Nein. Gut. Dann leg das hier bitte an. Ist das nötig? Ja. Ich helfe dir. Wenn es denn sein muss. Jawohl. So. Das ist eine sehr schmale Taille. Ein Brautkleid würde dir sehr gut stehen. Aber sag mal, wäre es nicht langsam an der Zeit, dass du mir verrätst, was du eigentlich vorhast? Ich will nach meinem Vater suchen. Die Polizei hat aufgegeben. Wie auch immer, ich brauche einfach Sicherheit. Was ist mit dir? Ich brauche keine. Ich kann ja fliegen. Na hoffentlich, du Luftpirat. Wo hat man deinen Vater denn zuletzt gesehen? Zu Hause. Unser Falkner Alan meinte, er wollte erst zu dem See da unten und dann dort rüber in den Wald seinen Studien nachgehen. Er hatte zuletzt in einem Artikel über seltene Baumbrüter geschrieben. Von hier oben kann man nichts erkennen. Dein Vater hatte doch bestimmt einen Beobachtungsposten, oder? Ja, aber da hat die Polizei schon alles durchkämmt. Und ich dachte, von hier oben sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht war dein Vater an diesem Tag gar nicht hier. Wo soll er denn sonst gewesen sein? Ich meine, Alan saugt sich das doch nicht aus den Fingern, oder? Ich fliege noch mal eine tiefe Runde. Ja. Bitte kommen. Roger. Hier spricht Frank Holden. Ist Mia bei Ihnen? Ja, was gibt's denn? In die Falknerei wurde eingebrochen. Können Sie zurückkommen? Sind schon auf dem Weg. Roger. Roger, over. Ich brauche auch Fotos von Ihnen.
Tut mir leid, Mia. Schon wieder eine Hiobsbotschaft. Wo sind die Falken? Weg. Die oder der haben sie wahrscheinlich im Auto weggebracht. Aber das ist ja furchtbar. Wenn die in falsche Hände geraten, dann überleben sie keine zwei Tage. Und der junge Falke? Der ist noch da, Gott sei Dank. Waren das wertvolle Tiere? Leider lohnt sich so ein Diebstahl. Vor einem halben Jahr wurden uns schon mal zwei gestohlen. Warum habt ihr eigentlich keine Alarmanlage? Ich habe Professor Campbell immer gesagt, dass wir eine brauchen. Ich kann nicht auch noch rund um die Uhr den Wachmann spielen. Jetzt haben wir den Salat. Nein, das kann man wirklich nicht verlangen. Mia? Ja? Ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Gerne. Kommen Sie, ich mache uns einen Tee. Könnten Sie mir helfen, hier wieder klar Schiff zu machen? Sicher. Jay? Ja? Magst du auch einen Tee? Ja, gerne. Ich komme gleich nach. Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber gibt es vielleicht irgendjemand, der dir schaden will? Außer dir niemand. Ich will dir doch gar nicht schaden, ganz im Gegenteil. Doch, du willst mir mein Land wegnehmen. Aber es geht doch nur um einen kleinen Streifen Land an der Küste. Ich habe mir den Vertrag noch mal genau angesehen. Alles, was mit diesem Grundstück geschieht, müssen die Eigentümer einvernehmlich regeln. Und meine Antwort ist nein, was auch immer passiert. Warum bist du mir so schrecklich verbohrt? Gibt es wohl keinen Sinn mehr, mit dir darüber weiterzusprechen. Ich danke dir für den Tee. Jake! Sei mir bitte nicht böse, Schatz. Aber ich kann Mia einfach nicht allein lassen, wenn ein Problem das andere jagt. Ich habe das mit uns immer noch nicht sagen können. Ich verstehe dich, ja. Mir geht's auch nicht anders. Ich würde den Fall gerne noch lösen, bevor wir hier weggehen, aber irgendwie gefällt mir dieser Alan nicht. Ja, aber der ist über jeden Zweifel erhaben. Aber Mia hat Tom Black eingestellt. Der fängt morgen wieder bei uns an. Weiß sie, dass er vorbestraft ist? Der Professor hatte ihn fristlos entlassen. Und der soll jetzt für Mia arbeiten? Ja, eben. Der Professor hatte so viele Feinde in der Gegend, die es jetzt möglicherweise an Mia auslassen wollen. Hm. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir in einem herrlichen Restaurant sitzen und eigentlich deine Beförderung feiern wollen. Tatsächlich. Na dann, auf einen schönen Abend, Miss Simpson. Sagen Sie... Ja? Haben Sie heute nicht Ihren freien Tag? Nicht nur den Tag. Ich liebe dich. Ich habe mit dem Gemeinderat gesprochen. Es gibt eine klare Mehrheit für Ihre Helikopterbasis. Gut, dann ist leider ein Problem aufgetaucht. Im Kaufvertrag der Väter steht, dass das Grundstück nur dann verkauft oder verpachtet werden kann, wenn beide Besitzer einwilligen. Also, braucht Dr. Campbell einen lebendigen Vater oder einen Totenschein, bevor Sie weichkochen können? Ja, weichkochen ist wohl nicht der richtige Ausdruck dafür, aber ja, so sieht's wohl aus. Dann finden Sie besser Ihren Vater. Willkommen im Team. Vielen Dank, Mrs. Campbell. Alan hat sich sehr für Sie eingesetzt, Tom. Ich erwarte absolute Zuverlässigkeit. Natürlich. Tom, machen wir uns an die Arbeit, ne? Sofort, Boss. Jay. Mia? Ich finde, wir sollten Freunde bleiben. Das freut mich. Ich dachte, ich könnte dir weiterhin behilflich sein bei der Suche nach deinem Vater. Und wir reden nicht mehr über das Grundstück? Nein, kein Wort mehr darüber. Danke. Ich brauche wirklich Hilfe. Vielleicht haben wir die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht. Und wo warst du an dem Tag, an dem er verschwunden ist? In Oxford mein Diplom abholen. Das heißt, du müsst euch voll und ganz auf Alans Aussage verlassen? Ja, aber warum sollte er denn lügen? Tja, warum? Also... Ein Spaziergänger hat ausgesagt, er hat einen Mann, auf den die Beschreibung passt, an der Steilküste gesehen. Da habt ihr nicht gesucht? Doch, man hat das ganze Gebiet durchforstet, aber vielleicht nicht gründlich genug. Tja, dann mal los. Ich stelle dir jetzt mal unseren Lieblingsvogel Tarp vor. Okay. Schade, dass wir nicht den Hubschrauber nehmen können. Sag bloß, du hast deine Leidenschaft fürs Fliegen entdeckt. Es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte. Natürlich fliegen wir. Ich habe nur aus Rücksicht auf deine Vögel etwas weiter weggeparkt. Sag mal, können wir deinen Wagen nehmen? Klar.
Es war so schön zu erleben, wie sich unsere Vögel da oben fühlen. Frei wie Vögel? Fliegst du deswegen? Ja, auch. Aber hauptsächlich, weil ich das Lebenswerk meines Vaters fortsetzen sollte. Sollte? Er wollte, dass ich die Firma übernehme, wie das wohl alle Väter tun. Aber meine Leidenschaft ist nun mal das Fliegen. Und nicht der Verkauf von Fluggeräten. Und wer macht das bei euch? Meine Mutter. Meine Mutter will sich bald zur Ruhe setzen. Dann musst du doch ihr Werk fortsetzen. Und was machst du, wenn du nicht durch die Welt fliegst? Ich lebe in London und verwöhne meine Lebensgefährtin. Die ist sehr anspruchsvoll. Eine richtige kleine Diva. Und wie heißt die Glückliche? Tiffany. Aha. Wir leben jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Die ist stinkfaul und liegt den ganzen Tag nur im Bett. Tiffany ist meine Katze. Ach so. Und mit ihrer untrüglichen Menschenkenntnis hat sie bereits eine andere Mitbewohnerin vertrieben. Ich mag Katzen, obwohl sie Vögel fressen. Wow. Sie haben Ähnlichkeit mit Schwalben, es sind aber Mauersegler. Wahre Artisten der Lüfte. Auch beim Liebesspiel? Ja. Auch die hingebungsvolle Vereinigung findet in der Luft statt, beim Fliegen. Wirklich? Mhm. Obwohl es erwiesenermaßen auch in der Bruthöhle zu Kopulationen kommt. Also stellt sich die Frage, warum die Vögel sich immer wieder solchen Gefahren aussetzen. Naja, für seinen Herzenspartner geht man wohl gerne mal ein Risiko ein. Dafür haben wir Menschen ja zum Glück unseren Verstand. Sag mal, bist du immer so sachlich? Ich liebe meine Arbeit, du deine etwa nicht? Doch, doch. Ich liebe das Fliegen. Wo willst du als nächstes suchen? Wie gesagt, an der Steilküste. Da ist er auch oft gewesen. Bist du okay? Entschuldige. Hallo? Dr. Campbell? Hier spricht Hamilton. Ich wollte Sie über das Ergebnis der Gemeinderatssitzung informieren. Ja. Ihr Antrag auf die Gründung eines Naturschutzgebietes wurde abgelehnt. Und sogar einstimmig. Oh, das tut mir leid, ich kann jetzt nicht sprechen. Ich rufe zurück. Eine Freundin von mir. Alle erkundigen sich nach meinem Vater. Das ist ja lieb gemeint, aber irgendwie unerträglich. Wollen wir jetzt fliegen? Nein, es tut so weh. Zum Fliegen braucht man aber keine Füße. Können wir nicht bitte einfach zurückfahren? Natürlich. Na komm. Hallo? Tom, Alan. Oh. Guten Tag, Tom. Schön, dass Alan jetzt Unterstützung hat. Ich habe ihm Tee mitgebracht. Stellen Sie es dahin. Verdammt, Vogelschiss. Ist wie Klebstoff. Seien Sie froh, dass hier Falken gezüchtet werden und keine Elefanten? Kann man wohl sagen. Sonst noch was? Nein, nein. Ich habe mich nur gefragt, warum Sie in Ihrem privaten Lieferwagen Vögel transportieren. 2 Falken mussten dringend zum Tierarzt und der Rover ist nicht angesprungen. Ach. Nochmal, mache ich das nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, man lebt und lernt. Ich hole Ihnen einen Spezialreiniger. Nicht nötig. Bin gleich fertig. Na denn? Melden Sie sich, wenn Sie noch was brauchen. Bist du sicher, dass du nicht zum Arzt willst? Ja. Ich will jetzt auch ganz gerne allein. Sei mir bitte nicht böse. Nein, ist kein Problem. Sehen wir uns morgen vielleicht wieder? Neuer Versuch? Musst du denn gar nicht zurück nach London? Ich habe mir ein paar Tage freigenommen. Und wo wohnst du? Im Gasthof. Direkt über dem Pub. Du kannst doch gern hier schlafen. Wir haben ein sehr gemütliches Gästezimmer. Ja, wirklich? Ja. Dann hole ich nur noch schnell meine Sachen. Darf ich dein Auto noch mal nehmen? Ja, natürlich. Danke. Dann bis gleich. Bis gleich. Frank, ich bin's. Du, ich glaube, dieser Tom hat etwas mit dem Diebstahl zu tun. Mhm. Er hatte Vogeldreck in seinem privaten Lieferwagen. Genau, er sagt, er musste zum Tierarzt und der Land Rover wäre nicht angesprungen. Und ja, frag doch mal bei Dr. Hoover nach, ob er wirklich da war. Ja, mach ich. Jillian? Du, ich muss Schluss machen. Tschüss. Jillian! Mia, du bist ja schon zurück. Was ist denn mit deinem Fuß? Das ist nicht so schlimm.
Jake wird für ein paar Tage bei uns wohnen. Kannst du das Gästezimmer herrichten? Aber ja. Und woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Ach, na ja. Er ist doch nicht so ein Ekel, wie ich dachte. Nein, das ist er ganz und gar nicht. Guten Tag. Ja, Mr. Silver. Nummer 7, bitte. Hey, Jake. Haben Sie die gute Nachricht schon gehört? Welche? Das Naturschutzgebiet haben wir heute beerdigt. Weiß Mia davon? Ja, ich habe sie angerufen. Hoffentlich macht sie uns keinen Strich durch die Rechnung. Darf ich Sie zu einem Drink einladen? Ein andermal gerne. Ich habe noch eine Verabredung. Schade. Ich danke dir. Gerne. Komm rein. Vielleicht sogar schon das Sommerdreieck sehen. Vega, Dine und Arthur hier. Ich liebe es, den Sternenhimmel anzuschauen. Dann kennst du sicher auch die alte Sage, dass, wenn eine Seele die Erde verlässt, ein neuer Stern am Himmel entsteht. Ein schönes Bild. Und so tröstlich. Du bist so wunderschön. Jake, ich habe Angst. Das ist genau das Richtige. Für uns beide. Da liegt ein toter Vogel oder sowas. Daneben eine Tasche vielleicht. Oh Gott. Ich geh mal runter. Aber das ist doch zu gefährlich. Nein, keine Angst. Steig wieder ein!
Oh, Jake. Was? Oh mein Gott, wir kommen sofort. Wir brauchen den Bergungstrupp und die Spurensicherung. Jake hat Campbell gefunden an der Steilküste. Ich war schon vor. Aber wir hatten doch alles abgesucht. Mach schon! Oh ja. Oh, das wäre herrlich. Wann gehst du denn nach London? Jillian, in einem Monat gehen wir nach London. Schließlich habe ich das alles deinetwegen gemacht. So schnell? Ja. Und ich bitte dich, sag mir endlich Bescheid, dass du mitkommst. Eventuell muss mir ja Ersatz für dich suchen. Guck mich mal an. Ich mein's ernst. Oh, Frank, ich bring's einfach nicht übers Herz. Und sie hat doch nur noch mich. Mittlerweile denkt sie, ihr Vater ist tot. Ihr müsst ihn jetzt endlich finden, damit sie Gewissheit hat. Um ehrlich zu sein, die Suche ist längst eingestellt. Was? Und was heißt das jetzt? Sie können natürlich auf eigene Faust Nachforschungen anstellen. Ja, und wenn das auch keine neuen Ergebnisse bringt? Dann bleibt nur, ihren Vater für tot erklären zu lassen. Aber bevor das rechtskräftig ist, dauert es 5 Jahre. Und vor allem die Versicherung rechnen oft mit Betrug. Die Versicherung ist das geringste Problem. Aber solange ich mir nicht sicher bin, lasse ich meinen Vater niemals für tot erklären. Niemals. Ich werde selbstverständlich an dem Fall dranbleiben, wenn ich kann. Wenn Sie Hilfe brauchen. Sagen Sie es mir. Danke. Sie kennenzulernen, Mr. Freeman. Bitte, darf ich Ihnen Mr. Silver vorstellen? Mr. Freeman, freut mich. Diese Bohrinsel ist wirklich ein wahrhaftiges Geschenk für unsere Region. Es bedeutet wirtschaftlichen Aufschwung und natürlich Arbeitsplätze. Damit verbunden der Ausbau unserer Infrastruktur und vieles mehr. Ich sehe das Ganze schon vor mir. Wenn wir endlich hier den Flugplatz bauen, dann, entschuldigen Sie mich bitte, dann könnten wir innerhalb einer Viertelstunde die Bohrinsel erreichen. Das wäre also die perfekte Lage. Natürlich bedeutet das neue Jobs. Aber wir brauchen für den Heliport auch eine Zufahrtsstraße, Strom, Wasser und so weiter. Dafür müssen Sie sorgen, Mr. Hamilton. Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen. Mit unserem Gemeinderat gibt es keine Probleme. Sind Sie denn mit der jungen Dr. Campbell schon weitergekommen? Ist das die Tochter von Professor Campbell? Ja. Sie wäre aber aus verständlichen Gründen gegen den Flugplatz. Deshalb möchte ich die Sache vor ihr geheim halten. Eine ziemlich fanatische Naturschützerin. Arbeitsplätze gegen Naturschutz. Aber mit solchen Problemen haben ja alle zu kämpfen, die in der Natur bauen wollen. Wem sagen Sie das? Aber am Ende hat ja doch jeder seinen Preis. Kümmern Sie sich darum. Aber das bleibt in diesen 4 Wänden. Ist das klar? Natürlich. Sicher. Unser jährliches Sommerfest wird gleich eröffnet. Darf ich den Herrn zu einem kleinen Rundgang einladen? Sehr freundlich von Ihnen, aber ich habe leider keine Zeit mehr. Es sieht alles sehr gut aus. Wir haben ich muss Ihnen noch was sagen. Ja, Fazit unser Gespräch ist doch gut gelaufen. Vögel in unserer Region sind den Heliport ziehen wir auf jeden Fall durch, wie auch immer. Kein Problem. Aber die Sache mit dem Küstenstreifen, die müssen Sie für uns klären. Was halten Sie für eine Idee, mich zur Bühne zu begleiten? Da ist sie ja, unsere Naturschützerin. Ich grüße Sie. Wir Hallo. Kämpfen für ein jetzt eine Tasse der Küste. Darf ich Sehr Ihnen etwas geben? Passen Sie doch mal. Entschuldigung. Auf. Schon gut. Ladies and Gentlemen, willkommen zu unserem jährlichen Sommerfest. Ach, kommt, das dürfen wir nicht verpassen. Jedes Jahr kommen wir nun zum Höhepunkt, zur Versteigerung unserer Junggesellen. Kommen Sie, lassen Sie sich das nicht entgehen. Wo haben sich denn all unsere Junggesellen versteckt? Ja, wen sehe ich da? Wer verkriecht sich in der Ecke? Unser lieber Ron. Ron, komm hoch. Na komm, Ron. Gut gemacht. Na, wir alle kennen Ron. Ich bin ein echter Fan von ihm. Er ist zuverlässig, liebenswert und, wie man sieht, ein echter Gourmet. Nun, meine Damen, wer bietet von Ihnen? Kommen Sie, ich bitte Sie. 15 Pfund. Ich habe Damen gesagt und ich glaube, das war ein Mann. 20 Pfund. 20 Pfund? Ich bitte Sie, Gnädigste, für einen solchen Prachtkerl wie Ron
25 Pfund. 25 Pfund, das ist nicht genug. Höre ich ein höheres Gebot. Kommen Sie! 30! 30 Pfund! Oh, das hört sich nach der Gewinnerin an. 30 Pfund zum ersten Ron und auch zum zweiten. Ron verkauft dann die Lady in dem blauen Kleid. Psst, Jake, kommen Sie rauf. Das ist eine gute Gelegenheit, sich bei den Leuten beliebt zu machen. Oh ja, meine Damen. Ja. 100. 100, Madam? 150. 150, das war Ihr Urlaubsgeld. 160. 160. Klingt für mich wie die Gewinnerin. 160 zum Ersten, 160 zum Zweiten. 500. 500 Pfund. Ja. 500 Pfund zum Ersten, 500 Pfund zum Zweiten. Verkauft dann die Lady hier vorne. Und jetzt Musik, Meister! Muss ich dich jetzt küssen? Nein. Der Mann, den die Frau ersteigert, muss einen Tag zu ihren Diensten sein. Oh. Wie darf ich das denn missverstehen? Ich brauche dich und deinen Hubschrauber. Sehr gern. Ich muss nur heute schnell zurück nach London. Morgen? Morgen ist gut. Dann darfst du auch ausnahmsweise auf meinem Gelände landen. Ausnahmsweise auf meinem Gelände landen. Falk ist wirklich ein Prachtstück. Ich hätte nie gedacht, dass wir ihn durchkriegen. Das ist alles Ihr Verdienst, Aaron. Das ist ja mein Beruf. Bei Ihnen ist das eher eine Berufung. Gott sei Dank. Ohne Sie wäre das ja alles nichts. Ist ja immer noch kaputt. Ich hab's leider noch nicht geschafft, Miss Campbell. Ich mache hier die Arbeit für zwei. Das weiß ich auch zu schätzen, Alan. Das sollte kein Vorwurf sein. Seitdem Vater weg ist, sind Sie mir neben Jillian die größte Stütze. Was soll das denn? Ein solcher Hubschrauber flog hier auch an dem Tag, als Ihr Vater verschwand. Ach ja? Daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Wenn die neue Bohrinsel eingeweiht ist, wird das wohl den ganzen Tag so gehen. Der wird doch nicht etwa hier lang. Das werden wir noch sehen. Vater kommt zurück. Das ist alles ein Chaos hier. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwas finden soll.
Früher hat das alles hier deine Mutter geordnet. Ich habe ihm 1000 Mal angeboten, sein Bürokram zu machen, aber er wollte das nicht. Mhm. Ich auch. Aber er hat mir gesagt, ich soll mich aufs Lernen konzentrieren. Er hat mir sogar verboten, hier diesen Raum zu betreten. Ja. Jetzt habe ich von nichts eine Ahnung. Das sind Unterlagen vom Haus. Am wenigsten scheint hier alles richtig zugeordnet zu sein. Der Bescheid hier, der ist von diesem Jahr. Hm. Weißt du, was ich denke? Ted wird nicht wiederkommen. Ich spüre das. Mir wäre lieber, ich könnte um Dad trauern. Diese Ungewissheit macht mich wahnsinnig. Und jetzt auch noch die Sache mit dem Grundstück. Ja. Dabei hatten dein Vater und Mr. Silver Großes damit vor. Sollte ja nie bebaut werden. Er wollte dort seine Greifvögel aufziehen, eine Art Reservat für Wildvögel errichten. Entschuldigung bitte, dass ich so reinplatze, aber niemand hat mein Klopfen gehört. Habe ich dich eingeladen? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist Jake Silver, der das Grundstück haben will. Jillian Simpson, unsere Haushälterin. Freut mich. Guten Tag. Mia, können wir mal in Ruhe miteinander reden? Es gibt nichts zu bereden, du bekommst das Grundstück nicht. Mein Vater wird dem niemals zustimmen und ich auch nicht. Reden ist immer besser als streiten. Ich bringe Ihnen eine Tasse, Mr. Silver. Vielen Dank. Mia, es geht nur um einen Streifen Land an der Küste. Willst du da etwa ein Hotel hinbauen? Nein, ich will da kein Hotel hinstellen. Das ist auch besser so. Das Land soll nämlich Naturschutzgebiet werden. Eine kommerzielle Nutzung kannst du dir also abschminken. Willst du den Streit unserer Väter wirklich fortsetzen? Warum nicht? Wahrscheinlich haben sie sich genau darüber entzweit. Na schön. Ganz wie du willst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Ich wünschte, ich wäre wieder eins. Natürlich. Tom, machen wir uns an die Arbeit, ne? Sofort, Boss. Jay. Mia, ich finde, wir sollten Freunde bleiben. Das freut mich. Ich dachte, ich könnte dir weiterhin behilflich sein bei der Suche nach deinem Vater. Und wir reden nicht mehr über das Grundstück? Nein, kein Wort mehr darüber. Danke. Ich brauche wirklich Hilfe. Vielleicht haben wir die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht. Und wo warst du an dem Tag, an dem er verschwunden ist? In Oxford mein Diplom abholen. Das heißt, ihr müsst euch voll und ganz auf Ellens Aussage verlassen? Ja, aber warum sollte er denn lügen? Tja, warum? Also, ein Spaziergänger hat ausgesagt, er hat einen Mann, auf den die Beschreibung passt, an der Steilküste gesehen. Da habt ihr nicht gesucht? Doch, man hat das ganze Gebiet durchforstet, aber vielleicht nicht gründlich genug. Tja, dann mal los. Ich stelle dir jetzt mal unseren Lieblingsvogel Tarp vor. Okay. Schade, dass wir nicht den Hubschrauber nehmen können. Sag bloß, dass du eine Leidenschaft fürs Fliegen entdeckt. Das hat mir mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte. Natürlich fliegen wir. Ich habe ihn nur aus Rücksicht auf deine Vögel etwas weiter weggeparkt. Sag mal, können wir deinen Wagen nehmen? Klar. Es war so schön zu erleben, wie sich unsere Vögel da oben fühlen. Frei wie Vögel? Fliegst du deswegen? Ja, auch. Aber hauptsächlich, weil ich das Lebenswerk meines Vaters fortsetzen sollte. Sollte? Er wollte, dass ich die Firma übernehme. Wie das wohl alle Väter tun. Aber meine Leidenschaft ist nun mal das Fliegen. Und nicht der Verkauf von Fluggeräten. Und wer macht das bei euch? Meine Mutter. Meine Mutter will sich bald zur Ruhe setzen. Dann musst du doch ihr Werk fortsetzen. Und was machst du, wenn du nicht durch die Welt fliegst? Ich lebe in London und verwöhne meine Lebensgefährtin. Die ist sehr anspruchsvoll. Eine richtige kleine Diva. Und wie heißt die Glückliche? Tiffany. Aha. Wir leben jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Die ist stinkfaul und liegt den ganzen Tag nur im Bett. Tiffany ist meine Katze. Ach so. Und mit ihrer untrüglichen Menschenkenntnis hat sie bereits eine andere Mitbewohnerin vertrieben. Ich mag Katzen, obwohl sie Vögel fressen. Wow. Sie haben Ähnlichkeit mit Schwalben. Es sind aber Mauersegler. Wahre Artisten der Lüfte. Auch beim Liebesspiel? Ja.
Auch die hingebungsvolle Vereinigung findet in der Luft statt, beim Fliegen. Wirklich? Mhm. Obwohl es erwiesenermaßen auch in der Bruthöhle zu Kopulationen kommt. Also stellt sich die Frage, warum die Vögel sich immer wieder solchen Gefahren aussetzen. Naja, für seinen Herzenspartner geht man wohl gerne mal ein Risiko ein. Dafür haben wir Menschen ja zum Glück unseren Verstand. Sag mal, bist du immer so sachlich? Ich liebe meine Arbeit, du deine etwa nicht? Doch, doch. Ich liebe das Fliegen. Wo willst du als nächstes suchen? Vielleicht hat er sich auch einfach nur ins Ausland abgesetzt. Obwohl er der beste Freund deines Vaters war, ich weine ihm keine Träne nach. George Campbell war ein Egoist. Er hat nur für seine Forschung gelebt. Und er war sehr jähzornig. Hast du deshalb den Kontakt abgebrochen? Nein. Er hat deinen Vater im Zorn mal sehr verletzt. Weiß Mia davon? Ich weiß es nicht. Sie wird sicher irgendwann die Wahrheit erfahren. Jake, wir dürfen trotz alledem unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß, Mom. Ich muss jetzt los. Der Bürgermeister von Seaham erwartet mich. Zieh deine Uniform an. Hm? Das ist eine sehr gute Idee. Ich drücke uns die Daumen. Guten Tag, Miss Simpson. Hallo, Sergeant. Inspektor Holden, wenn ich bitten darf. Meine Versetzung nach London ist durch. Inklusive Beförderung. Oh, Frank. Ich bin so stolz auf dich. Das wird heute Abend gefeiert. Ich lade dich ganz groß ein. Heute Abend ist Sommerfest. Ich muss mir am Stand helfen. Hm? Aber Mittwoch habe ich frei. Mittwoch. Gut, Mittwoch. Willst du ins Jubilee? Oh ja. Oh, das wäre herrlich. Wann gehst du denn nach London? Jillian, in einem Monat gehen wir nach London. Schließlich habe ich das alles deinetwegen gemacht. So schnell? Ja. Und ich bitte dich, sag mir endlich Bescheid, dass du mitkommst. Eventuell muss mir ja Ersatz für dich suchen. Guck mich mal an. Ich mein's ernst. Frank, ich bring's einfach nicht übers Herz. Und sie hat doch nur noch mich. Mittlerweile denkt sie, ihr Vater ist tot. Ihr müsst ihn jetzt endlich finden, damit sie Gewissheit hat. Um ehrlich zu sein, die Suche ist längst eingestellt. Was? Und was heißt das jetzt? Sie können natürlich auf eigene Faust Nachforschung anstellen. Ja, und wenn das auch keine neuen Ergebnisse bringt? Dann bleibt nur, ihren Vater für tot erklären zu lassen. Aber bevor das rechtskräftig ist, dauert es 5 Jahre. Und vor allem die Versicherung rechnen oft mit Betrug. Die Versicherung ist das geringste Problem, aber solange ich mir nicht sicher bin, lasse ich meinen Vater niemals für tot erklären. Niemals. Ich werde selbstverständlich an dem Fall dranbleiben, wenn ich kann. Wenn Sie Hilfe brauchen. Sagen Sie es mir. Danke. Dachtest du, dein Vater kommt zurück? Das ist alles ein Chaos hier. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwas finden soll. Früher hat das alles hier deine Mutter geordnet. Ich habe ihm 1000 Mal angeboten, in seinem Büro Kram zu machen, aber er wollte das nicht. Mhm. Ich auch. Aber er hat mir gesagt, ich soll mich aufs Lernen konzentrieren. Er hat mir sogar verboten, hier diesen Raum zu betreten. Ja. Jetzt habe ich von nichts eine Ahnung. Das sind Unterlagen vom Haus. Am wenigsten scheint hier alles richtig zugeordnet zu sein.
Der Bescheid her, der ist von diesem Jahr. Weißt du, was ich denke? Dad wird nicht wiederkommen. Ich spüre das. Mir wäre lieber, ich könnte um Dad trauern. Diese Ungewissheit macht mich wahnsinnig. Und jetzt auch noch die Sache mit dem Grundstück. Ja. Dabei hatten dein Vater und Mr. Silver Großes damit vor. Sollte ja nie bebaut werden. Er wollte dort seine Greifvögel aufziehen, eine Art Reservat für Wildvögel errichten. Entschuldigung bitte, dass ich so reinplatze, aber niemand hat mein Klopfen gehört. Habe ich dich eingeladen? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist Jake Silver, der das Grundstück haben will. Jillian Simpson, unsere Haushälterin. Freut mich. Guten Tag. Mia, können wir mal in Ruhe miteinander reden? Es gibt nichts zu bereden, du bekommst das Grundstück nicht. Mein Vater wird dem niemals zustimmen und ich auch nicht. Reden ist immer besser als streiten. Ich bringe Ihnen eine Tasse, Mr. Silver. Vielen Dank. Mia, es geht nur um einen Streifen Land an der Küste. Willst du da etwa ein Hotel hinbauen? Nein, ich will da kein Hotel hinstellen. Das ist auch besser so. Das Land soll nämlich Naturschutzgebiet werden. Eine kommerzielle Nutzung kannst du dir also abschminken. Willst du den Streit unserer Väter wirklich fortsetzen? Warum nicht? Mia, bitte! Du bist ein Mistkerl! Jake! Hey, was? Sie ist genau wie ihr Vater. Du machst dich nur unglücklich. Mom, ich muss das mit ihr klären. Bob, mach mir den Vogelstart gleich. Ich muss dringend nach Seaham. Ich bitte dich. Ich kann die Werft wahrscheinlich auch so verkaufen. Und dann kannst du ja mit ihr einen Vogelpark eröffnen. Mom, wir werden sicherlich eine Lösung finden. Aber Mia ist die Liebe meines Lebens. Rob! Mein Sohn bekommt keine Starterlaubnis. Jawohl, Mom! Und jetzt komm mit rein. Freeman kommt gleich. Wir brauchen einen neuen Plan. Mom! Rob? Tut mir leid. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Es gab unerwartete Schwierigkeiten. Die unseren Deal gefährden könnten? Ich will ganz offen sein. Die Besitzerin des Grundstücks ist nicht bereit zu verkaufen. Ich werde mich doch in der heutigen Zeit nicht mit einer Naturschützerin anlegen. Ich kann mir schon vorstellen, was die alles anstellen wird, damit ihre Vögelchen Ruhe haben. Man kann sicher eine Flugroute ausarbeiten, damit das nicht eintritt. Wie wäre es mit einem anderen Stück Land? Mr. Freeman. Geben Sie uns bitte noch etwas Zeit. Vielleicht kann man Mia Campbell doch noch überreden. Ich muss sagen, ich bin ein wenig enttäuscht, dass Sie mich nicht vorher über das Problem informiert haben. Das Ausmaß war uns nicht klar. Für mich hat diese Hubschrauberwerft hier nur einen Wert, wenn ich den Flugplatz auch bauen und betreiben kann. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Warum ist es Ihnen denn so wichtig, die Werft so schnell zu verkaufen? Die Geschäftsführung geht schon lange über meine Kräfte. Und mein Sohn will sie nicht übernehmen. Seine einzige Leidenschaft ist die Fliegerei. Er hasst Schreibtische und Zahlen und Meetings und... Ich weiß, was Sie meinen. Mein Sohn ist genauso. Also, mein Angebot steht, bis ich eine Alternative gefunden habe. Das ist alles, was ich anbieten kann. Danke. Sie hatten recht, Alan. Jake hat es nur auf das Grundstück abgesehen. Tut mir leid für Sie. Aber gut, dann ist ja alles klar. Ich nehme an, dieser komische Heilige taucht hier nicht mehr auf. Nein, ich hatte schlagkräftige Argumente. Der wird bestimmt nicht mehr herkommen.
dachtest du, dein Vater kommt zurück. Das ist alles ein Chaos hier. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwas finden soll. Früher hat das alles hier deine Mutter geordnet. Ich habe ihm 1000 Mal angeboten, sein Bürokram zu machen, aber er wollte das nicht. Mhm. Ich auch. Aber er hat mir gesagt, ich soll mich aufs Lernen konzentrieren. Er hat mir sogar verboten, hier diesen Raum zu betreten. Ja. Jetzt habe ich von nichts eine Ahnung. Das sind Unterlagen vom Haus. Wenigstens scheint hier alles richtig zugeordnet zu sein. Der Bescheid hier, der ist von diesem Jahr. Hm. Weißt du, was ich denke? Dad wird nicht wiederkommen. Ich spüre das. Mir wäre lieber, ich könnte um Dad trauern. Diese Ungewissheit macht mich wahnsinnig. Und jetzt auch noch die Sache mit dem Grundstück. Ja. Dabei hatten dein Vater und Mr. Silver Großes damit vor. Sollte ja nie bebaut werden. Er wollte dort seine Greifvögel aufziehen, eine Art Reservat für Wildvögel errichten. Entschuldigung bitte, dass ich so reinplatze, aber niemand hat mein Klopfen gehört. Habe ich dich eingeladen? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist Jake Silver, der das Grundstück haben will. Jillian Simpson, unsere Haushälterin. Freut mich. Guten Tag. Mia, können wir mal in Ruhe miteinander reden? Es gibt nichts zu bereden, du bekommst das Grundstück nicht. Mein Vater wird dem niemals zustimmen und ich auch nicht. Reden ist immer besser als streiten. Ich bringe Ihnen eine Tasse, Mr. Silver. Vielen Dank. Oh ja, meine Damen, ja. 100. 100, Madam? 150. 150, das war Ihr Urlaubsgeld. 160. 160. Klingt für mich wie die Gewinnerin. 160 zum Ersten, 160 zum Zweiten. 500. 500 Pfund. Ja. 500 Pfund zum Ersten, 500 Pfund zum Zweiten. Verkauft an die Lady of Honor. Und jetzt Musik, Meister! Muss ich dich jetzt küssen? Nein, der Mann, den die Frau ersteigert, muss einen Tag zu ihren Diensten sein. Oh. Wie darf ich das denn missverstehen? Ich brauche dich und deinen Hubschrauber. Sehr gern. Ich muss nur heute schnell zurück nach London. Hm. Morgen? Morgen ist gut. Dann darfst du auch ausnahmsweise auf meinem Gelände landen. Ausnahmsweise auf meinem Gelände landen? Wann denn? Ich war damit beschäftigt, das Gitter zu reparieren. Glauben Sie mir, wir müssen noch jemanden einstellen. Oh. Gut, ich kümmere mich drum. Nicht nötig, ich habe schon Tom Black gefragt. Was, den? Naja, er kennt die Arbeit hier genauso gut wie ich. Aber Vater hat ihm doch gekündigt und das aus gutem Grund. Ich habe aber keine Zeit, jemanden anzulernen. Und Tom kann sofort anfangen. Aber er... Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat aufgehört zu trinken. Hm. Gut, wir versuchen es. Bringen Sie bitte die Sachen in den Schuppen. Ich bin heute Abend zurück. Ja. Und füttern Sie die Vögel. Morgen. Morgen. Na, bist du bereit? Ja. Gut. So verlierst du wohl nicht den Mut, oder? Nein. Gut. Dann leg das hier bitte an. Ist das nötig? Ja. Ich helfe dir. Wenn es denn sein muss. Jawohl. So. Das ist eine sehr schmale Taille. Ein Brautkleid würde dir sehr gut stehen. Ich lebe in London und verwöhne meine Lebensgefährtin. Die ist sehr anspruchsvoll, eine richtige kleine Diva. Und wie heißt die Glückliche? Tiffany. Aha.
Wir leben jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Die ist stinkfaul und liegt den ganzen Tag nur im Bett. Tiffany ist meine Katze. Ach so. Und mit ihrer untrüglichen Menschenkenntnis hat sie bereits eine andere Mitbewohnerin vertrieben. Ich mag Katzen, obwohl sie Vögel fressen. Wow. Sie haben Ähnlichkeit mit Schwalben. Es sind aber Mauersegler. Wahre Artisten der Lüfte. Auch beim Liebesspiel? Ja. Auch die hingebungsvolle Vereinigung findet in der Luft statt, beim Fliegen. Wirklich? Mhm. Obwohl es erwiesenermaßen auch in der Bruthöhle zu Kopulationen kommt. Also stellt sich die Frage, warum die Vögel sich immer wieder solchen Gefahren aussetzen. Naja, für seinen Herzenspartner geht man wohl gerne mal ein Risiko ein. Dafür haben wir Menschen ja zum Glück unseren Verstand. Sag mal, bist du immer so sachlich? Ich liebe meine Arbeit, du deine etwa nicht? Doch, doch. Ich liebe das Fliegen. Wo willst du als nächstes suchen? Wie gesagt, an der Steilküste. Da ist er auch oft gewesen. Oh! Bist du okay? Entschuldige. Hallo? Dr. Campbell? Hier spricht Hamilton. Ich wollte Sie über das Ergebnis der Gemeinderatssitzung informieren. Ja. Ihr Antrag auf die Gründung eines Naturschutzgebietes wurde abgelehnt. Und sogar einstimmig. Oh, das tut mir leid, ich kann jetzt nicht sprechen. Ich rufe zurück. Eine Freundin von mir. Alle erkundigen sich nach meinem Vater. Das ist ja lieb gemeint, aber irgendwie unerträglich. Wollen wir jetzt fliegen? Nein, es tut so weh. Zum Fliegen braucht man aber keine Füße. Können wir nicht bitte einfach zurückfahren? Natürlich. Na komm. Hallo? Tom, Alan. Oh. Guten Tag, Tom. Schön, dass Alan jetzt Unterstützung hat. Ich habe Ihnen Tee mitgebracht. Stellen Sie es dahin. Verdammt, Vogelschiss. Ist wie Klebstoff. Seien Sie froh, dass hier Falken gezüchtet werden und keine Elefanten? Kann man wohl sagen. Gut gemacht, mein Schöner. Das Gitter der Voliere ist ja immer noch kaputt. Ich hab's leider noch nicht geschafft, Miss Campbell. Ich mache hier die Arbeit für zwei. Das weiß ich auch zu schätzen, Alan. Das sollte kein Vorwurf sein. Seitdem Vater weg ist, sind Sie mir neben Julian die größte Stütze. Was soll das denn? Ein solcher Hubschrauber flog hier auch an dem Tag, als Ihr Vater verschwand. Ach ja? Daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Wenn die neue Bohrinsel eingeweiht ist, wird das wohl den ganzen Tag so gehen. Der wird doch nicht einfach hier lang. Das werden wir noch sehen. Privatbesitz. Ich weiß. Ja, dann machen Sie das hier weg, sonst rufe ich die Polizei. Das ist eine sehr gute Idee. Wegen Ihnen hätte ich beinahe eine Bruchlandung hingelegt. Wie bitte? Sie hätten mich fast umgebracht. Jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen, hm? Sie auch. Und jetzt verlassen Sie unverzüglich mein Grundstück. Irrtum. Das Land gehört mir. Musik
wie Sie den Dokumenten entnehmen können, meldet der junge Mann hier absolut berechtigten Anspruch auf das Land Ihres Vaters an. Sagen Sie bloß, Sie wissen das nicht mehr. Ihre Väter waren die besten Freunde. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da hattest du noch eine Zahnspange. Übrigens siehst du ohne bedeutend hübscher aus. Bitte? Wir sind sogar schon mal gemeinsam in den Urlaub gefahren ans Meer. Du warst ungefähr 12 und wir haben uns die ganze Zeit gestritten. Ne? Jake. Genau der. Du hattest auch eine Zahnspange und Pickel und abstehende Ohren. Findest du, ich sehe jetzt besser aus? Ach. Ein Herz und eine Seele. Jedenfalls, das Grundstück, um das es hier geht, haben Ihre Väter gemeinsam erworben. Mr. Silver ist der Recht... Ich muss sagen, ich bin ein wenig enttäuscht, dass Sie mich nicht vorher über das Problem informiert haben. Das Ausmaß war uns nicht klar. Für mich hat diese Hubschrauberwerft hier nur einen Wert, wenn ich den Flugplatz auch bauen und betreiben kann. Ja. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Warum ist es Ihnen denn so wichtig, die Werft so schnell zu verkaufen? Die Geschäftsführung geht schon lange über meine Kräfte. Und mein Sohn will sie nicht übernehmen. Seine einzige Leidenschaft ist die Fliegerei. Er hasst Schreibtische und Zahlen und Meetings und... Ich weiß, was Sie meinen. Mein Sohn ist genauso. Also... Mein Angebot steht, bis ich eine Alternative gefunden habe. Das ist alles, was ich anbieten kann. Danke. Sie hatten recht, Alan. Jake hat es nur auf das Grundstück abgesehen. Tut mir leid für Sie. Aber gut, dann ist ja alles klar. Ich nehme an, dieser komische Heilige taucht hier nicht mehr auf. Nein, ich hatte schlagkräftige Argumente. Der wird bestimmt nicht mehr herkommen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Verschwinde! Sonst hole ich die Polizei wegen Hausfriedensbruch. Ich will nur ein klärendes Gespräch. Das musst du mir zugestehen. Für mich ist alles klar. Und jetzt geh. Du kommst jetzt mitten in der Mitte und hörst mir zu. Du benimmst dich immer noch wie ein 12-jähriges Mädchen. Glaubst du, mit Bockigkeit kommst du im Leben weiter? Es gibt keinen Grund, warum du mich nicht anhören solltest. Und falls es dir entgangen ist, ich habe mich in dich verliebt. Ich habe jetzt keinen Nerv für ein Gespräch. Du kennst meine Haltung und ich kenne deine. Tust du nicht. Tu ich wohl. Mir ging es von Anfang an nur um dich und dein Geschäft, um deinen Flugplatz. Es ist schade, dass du immer noch so von mir denkst. Ich ziehe mein Angebot zurück. Mach mit dem Grundstück, was du willst. Das gehört dir. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Jake. Hat er sie bedroht oder so? Nein. Das Kapitel ist abgeschlossen. Hallo. Jake, ich dachte, Sie sind in London. Das war ich auch. Und ich bin auch gleich wieder auf dem Weg dorthin. Sie sehen nicht gut aus. Ist irgendwas passiert? Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich das Grundstück betreten habe. Das wird mir aber gar nicht gefallen. Am besten, Sie lassen sich die Geschichte von ihr erzählen. Da werden Sie feststellen, was für ein mieser Typ... Dachtest du, dein Vater kommt zurück? Das ist alles ein Chaos hier. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwas finden soll. Früher hat das alles hier deine Mutter geordnet. Ich habe ihm 1000 Mal angeboten, sein Bürokram zu machen, aber er wollte das nicht. Mhm. Ich auch. Aber er hat mir gesagt, ich soll mich aufs Lernen konzentrieren. Er hat mir sogar verboten, hier diesen Raum zu betreten. Ja. Jetzt habe ich von nichts eine Ahnung. Das sind Unterlagen vom Haus. Am wenigsten scheint hier alles richtig zugeordnet zu sein. Der Bescheid hier, der ist von diesem Jahr. Weißt du, was ich denke? Dad wird nicht wiederkommen. Ich spüre das.
Mir wäre lieber, ich könnte um Dad trauern. Diese Ungewissheit macht mich wahnsinnig. Und jetzt auch noch die Sache mit dem Grundstück. Ja. Dabei hatten dein Vater und Mr. Silver Großes damit vor. Es sollte ja nie bebaut werden. Er wollte dort seine Greifvögel aufziehen, eine Art Reservat für Wildvögel errichten. Entschuldigung bitte, dass ich so reinplatze, aber niemand hat mein Klopfen gehört. Habe ich dich eingeladen? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist Jake Silver, der das Grundstück haben will. Jillian Simpson, unsere Haushälterin. Freut mich. Guten Tag. Mia, können wir mal in Ruhe miteinander reden? Es gibt nichts zu bereden, du bekommst das Grundstück nicht. Mein Vater wird dem niemals zustimmen und ich auch nicht. Reden ist immer besser als streiten. Ich bringe Ihnen eine Tasse, Mr. Silver. Vielen Dank. Mia, es geht nur um einen Streifen Land an der Küste. Willst du da etwa ein Hotel hinbauen? Nein, ich will da kein Hotel hinstellen. Das ist auch besser so. Das Land soll nämlich Naturschutzgebiet werden. Eine kommerzielle Nutzung kannst du dir also abschminken. Willst du den Streit unserer Väter wirklich fortsetzen? Warum nicht? Wahrscheinlich haben sie sich genau darüber entzweit. Na schön. Ganz wie du willst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Ich wünschte, ich wäre wieder eins. Ich bringe Ihnen eine Tasse, Mr. Silver. Vielen Dank. Mia, es geht nur um einen Streifen Land an der Küste. Willst du da etwa ein Hotel hinbauen? Nein, ich will da kein Hotel hinstellen. Das ist auch besser so. Das Land soll nämlich Naturschutzgebiet werden. Eine kommerzielle Nutzung kannst du dir also abschminken. Willst du den Streit unserer Väter wirklich fortsetzen? Warum nicht? Wahrscheinlich haben sie sich genau darüber entzweit. Na schön. Ganz wie du willst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Du nimmst dich wie ein kleines Kind. Ich wünschte, ich wäre wieder eins. Morgen, Mike. Morgen. Na, ist der Vogel startklar? Ja, es ist alles in bester Ordnung. Gut. Der Boss ist oben im Büro. Ja, danke. Nein, Mr. Logan, ich werde ihn nicht von meiner Kalkulation abrücken. Qualität und Sicherheit hat ihren Preis und Sie wissen, wie wichtig das im Flugverkehr ist. Ja, natürlich werden wir pünktlich liefern. Sie kennen doch unseren Ruf. Ja, bis dann. Oh, es wird immer mühsamer. Hallo, mein Schatz. Morgen, Mann. Ich bin heilfroh, dass ich mich bald zur Ruhe setzen kann. Es ist kaum vorstellbar, dass du in Zukunft nur noch Rosen züchtest. Es gibt für alles eine Zeit. Und mein einziger Sohn hat ja nur die Fliegerei im Kopf, statt meine Nachfolge anzutreten. Mom, bitte keine Vorwürfe. Das haben wir noch alles bereits ausdiskutiert. Ich brauche eben meine Freiheit. Dann sieh wenigstens zu, dass du mit diesem Ölmogul ins Geschäft kommst. Mach ich. Weiß man in der Zwischenzeit mehr über das Verschwinden von Professor Campbell? Es gibt anscheinend noch keine Spur. Irgendwie hat er seine gerechte Strafe verdient. Du weißt, was mit ihm passiert ist? Nein, vielleicht hat er sich auch einfach nur ins Ausland abgesetzt. Obwohl er der beste Freund deines Vaters war, ich weine ihm keine Träne nach. George Campbell war ein Egoist. Er hat nur für seine Forschungen gelebt. Und er war sehr jähzornig. Hast du deshalb den Kontakt abgebrochen? Nein. Er hat deinen Vater im Zorn mal sehr verletzt. Weiß Mia davon? Ich weiß es nicht. Sie wird sicher irgendwann die Wahrheit erfahren. Jake, wir dürfen trotz alledem unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß, Mom. Ich muss jetzt los. Der Bürgermeister von Seaham erwartet mich. Zieh deine Uniform an. Hm? Das ist eine sehr gute Idee. Ich drücke uns die Daumen. Guck mich mal an. Ich mein's ernst. Frank, ich bring's einfach nicht übers Herz. Und sie hat doch nur noch mich. Mittlerweile denkt sie, ihr Vater ist tot. Ihr müsst ihn jetzt endlich finden, damit sie Gewissheit hat. Um ehrlich zu sein, die Suche ist längst eingestellt.
Was? Und was heißt das jetzt? Sie können natürlich auf eigene Faust Nachforschung anstellen. Ja, und wenn das auch keine neuen Ergebnisse bringt? Dann bleibt nur, Ihren Vater für tot erklären zu lassen. Aber bevor das rechtskräftig ist, dauert es 5 Jahre. Und vor allem die Versicherung rechnen oft mit Betrug. Die Versicherung ist das geringste Problem, aber solange ich mir nicht sicher bin, lasse ich meinen Vater niemals für tot erklären. Niemals. Ich werde selbstverständlich an dem Fall dranbleiben, wenn ich kann. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie es mir. Danke. Sie kennenzulernen, Mr. Freeman. Bitte, darf ich Ihnen Mr. Silver vorstellen? Mr. Freeman, freut mich. Diese Bohrinsel ist wirklich ein wahrhaftiges Geschenk für unsere Region. Es bedeutet wirtschaftlichen Aufschwung und natürlich Arbeitsplätze. Damit verbunden der Ausbau unserer Infrastruktur und vieles mehr. Ich sehe das Ganze schon vor mir. Wenn wir endlich hier den Flugplatz bauen, dann, entschuldigen Sie mich bitte, dann könnten wir innerhalb einer Viertelstunde die Bohrinsel erreichen. Das wäre also die perfekte Lage. Natürlich bedeutet das neue Jobs. Aber wir brauchen für den Heliport auch eine Zufahrtsstraße, Strom, Wasser und so weiter. Dafür müssen Sie sorgen, Mr. Hamilton. Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen. Mit unserem Gemeinderat gibt es keine Probleme. Sind Sie denn mit der jungen Dr. Campbell schon weitergekommen? Ist das die Tochter von Professor Campbell? Ja. Sie wäre aber aus verständlichen Gründen gegen den Flugplatz. Deshalb möchte ich die Sache vor ihr geheim halten. Eine ziemlich fanatische Naturschützerin. Arbeitsplätze gegen Naturschutz. Aber mit solchen Problemen haben ja alle zu kämpfen, die in der Natur bauen wollen. Wem sagen Sie das? Aber am Ende hat ja doch jeder seinen Preis. Kümmern Sie sich darum. Aber das bleibt in diesen 4 Wänden. Ist das klar? Natürlich. Sicher. Unser jährliches Sommerfest wird gleich eröffnet. Darf ich der Herren zu einem kleinen Rundgang einladen? Sehr freundlich von Ihnen, aber ich habe leider keine Zeit mehr. Es sieht alles sehr gut aus. Wir haben einen perfekten Plan und müssen ihn nur noch umsetzen. Wie Sie das machen, ist Ihre Sache. Selbstverständlich. Gentlemen. Mr. Freeman. Jack, einen Moment bitte. Ich muss Ihnen noch was sagen. Ich versichere Ihnen nochmal, der gemeine Rat steht voll. Der Stern am Himmel entsteht. Ein schönes Bild. Und so tröstlich. Du bist so wunderschön. Jake, ich habe Angst. Das ist genau das Richtige. Für uns beide. Da unten.
toter Vogel oder sowas. Daneben eine Tasche vielleicht. Oh Gott. Ich geh mal runter. Aber das ist doch viel zu gefährlich. Nein, keine Angst. Du bekommst das Grundstück nicht. Mein Vater wird dem niemals zustimmen und ich auch nicht. Reden ist immer besser als streiten. Ich bringe Ihnen eine Tasse, Mr. Silver. Vielen Dank. Mia, es geht nur um einen Streifen Land an der Küste. Willst du da etwa ein Hotel hinbauen? Nein, ich will da kein Hotel hinstellen. Das ist auch besser so. Das Land soll nämlich Naturschutzgebiet werden. Eine kommerzielle Nutzung kannst du dir also abschminken. Willst du den Streit unserer Väter wirklich fortsetzen? Warum nicht? Wahrscheinlich haben sie sich genau darüber entzweit. Na schön. Ganz wie du willst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Ich wünschte, ich wäre wieder eins. Morgen, Mike. Morgen. Na, ist der Vogel startklar? Ja, es ist alles in bester Ordnung. Cool. Der Boss ist oben im Büro. Ja, danke. Nein, Mr. Logan, ich werde Ihnen nicht von meiner Kalkulation abrücken. Qualität und Sicherheit hat ihren Preis und Sie wissen, wie wichtig das im Flugverkehr ist. Ja, natürlich werden wir pünktlich liefern. Sie kennen doch unseren Ruf. Ja, bis dann. Oh, es wird immer mühsamer. Hallo, mein Schatz. Morgen, Mann. Ich bin heilfroh, dass ich mich bald zur Ruhe setzen kann. Es ist kaum vorstellbar, dass du in Zukunft nur noch Rosen züchtest. Es gibt für alles eine Zeit. Und mein einziger Sohn hat ja nur die Fliegerei im Kopf, statt meine Nachfolge anzutreten. Mom, bitte keine Vorwürfe. Das haben wir doch alles bereits ausdiskutiert. Ich brauche eben meine Freiheit. Dann sieh wenigstens zu, dass du mit diesem Ölmogul ins Geschäft kommst. Mach ich. Weiß man in der Zwischenzeit mehr über das Verschwinden von Professor Campbell? Es gibt anscheinend noch keine Spur. Irgendwie hat er seine gerechte Strafe verdient. Du weißt, was mit ihm passiert ist? Nein, vielleicht hat er sich auch einfach nur ins Ausland abgesetzt. Obwohl er der beste Freund deines Vaters war, ich weine ihm keine Träne nach. George Campbell war ein Egoist. Er hat nur für seine Forschungen gelebt. Und er war sehr jähzornig. Hast du deshalb den Kontakt abgebrochen? Nein. Er hat deinen Vater im Zorn mal sehr verletzt. Weiß Mia davon? Ich weiß es nicht. Sie wird sicher irgendwann die Wahrheit erfahren. Jake, wir dürfen trotz alledem unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß, Mom. Ich muss jetzt los. Der Bürgermeister von Sion erwartet mich. Zieh deine Uniform an. Hm? Das ist eine sehr gute Idee. Ich drücke und... Aber meine Leidenschaft ist nun mal das Fliegen. Und nicht der Verkauf von Fluggeräten. Und wer macht das bei euch? Meine Mutter. Meine Mutter will sich bald zur Ruhe setzen. Dann musst du doch ihr Werk fortsetzen. Und was machst du, wenn du nicht durch die Welt fliegst? Ich lebe in London und verwöhne meine Lebensgefährtin. Die ist sehr anspruchsvoll. Eine richtige kleine Diva. Und wie heißt die Glückliche? Tiffany. Aha. Wir leben jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Die ist stinkfaul und liegt den ganzen Tag nur im Bett. Tiffany ist meine Katze. Ach so. Und mit ihrer untrüglichen Menschenkenntnis hat sie bereits eine andere Mitbewohnerin vertrieben. Ich mag Katzen, obwohl sie Vögel fressen. Wow. Sie haben Ähnlichkeit mit Schwalben, es sind aber Mauersegler. Wahre Artisten der Lüfte. Auch beim Liebesspiel? Ja. Auch die hingebungsvolle Vereinigung findet in der Luft statt, beim Fliegen. Wirklich? Mhm. Obwohl es erwiesenermaßen auch in der Bruthöhle zu Kopulationen kommt. Also stellt sich die Frage, warum die Vögel sich immer wieder solchen Gefahren aussetzen. Naja, für seinen Herzenspartner geht man wohl gerne mal ein Risiko ein. Dafür haben wir Menschen ja zum Glück unseren Verstand. Sag mal, bist du immer so sachlich? Ich liebe meine Arbeit, du deine etwa nicht? Doch, doch. Ich liebe das Fliegen.
Wo willst du als nächstes suchen? Wie gesagt, an der Steilküste. Da ist er auch oft gewesen. Bist du okay? Entschuldige. Hallo? Dr. Campbell? Hier spricht Hamilton. Ich wollte Sie über das Ergebnis der Gemeinderatssitzung informieren. Ja! Ihr Antrag auf die Gründung eines Naturschutzgebietes wurde abgelehnt. Und sogar einstimmig. Oh, das tut mir leid, ich kann jetzt nicht sprechen. Ich rufe zurück. Eine Freundin von mir. Alle erkundigen sich nach meinem Vater. Das ist ja lieb gemeint, aber irgendwie unerträglich. Wollen wir jetzt fliegen? Nein, es tut so weh. Zum Fliegen braucht man aber keine Füße. Können wir nicht bitte einfach zurückfahren? Natürlich. Na komm. Hallo? Tom, Alan. Oh. Guten Tag, Tom. Schön, dass Alan jetzt unterstützt. Ich brauche auch Fotos von innen. Tut mir leid, Mia. Schon wieder eine Hiobsbotschaft. Wo sind die Falken? Weg. Die oder der haben sie wahrscheinlich im Auto weggebracht. Aber das ist ja furchtbar. Wenn die in falsche Hände geraten, dann überleben sie keine zwei Tage. Und der junge Falke? Der ist noch da, Gott sei Dank. Waren das wertvolle Tiere? Leider lohnt sich so ein Diebstahl. Vor einem halben Jahr wurden uns schon mal zwei gestohlen. Warum habt ihr eigentlich keine Alarmanlage? Ich habe Professor Campbell immer gesagt, dass wir eine brauchen. Ich kann nicht auch noch rund um die Uhr den Wachmann spielen. Jetzt haben wir den Salat. Nein, das kann man wirklich nicht verlangen. Mia? Ja? Ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Gerne. Kommen Sie, ich mache uns einen Tee. Könnten Sie mir helfen, hier wieder klar Schiff zu machen? Sicher. Jake? Ja? Magst du auch einen Tee? Ja, gerne. Ich komme gleich nach. Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber gibt es vielleicht irgendjemand, der dir schaden will? Außer dir niemand. Ich will dir doch gar nicht schaden, ganz im Gegenteil. Doch, du willst mir mein Land wegnehmen. Aber es geht doch nur um einen kleinen Streifen Land an der Küste. Ich habe mir den Vertrag noch mal genau angesehen. Alles, was mit diesem Grundstück geschieht, müssen die Eigentümer einvernehmlich regeln. Und meine Antwort ist nein, was auch immer passiert. Warum bist du mir so schrecklich verbohrt? Gibt es wohl keinen Sinn mehr, mit dir darüber weiterzusprechen. Ich danke dir für den Tee. Jake! Sei mir bitte nicht böse, Schatz. Aber ich kann Mia einfach nicht allein lassen, wenn ein Problem das andere jagt. Ich habe das mit uns immer noch nicht sagen können. Ich verstehe dich, ja. Mir geht's auch nicht anders. Ich würde den Fall gerne noch lösen, bevor wir hier weggehen, aber irgendwie gefällt mir dieser Alan nicht. Ja, aber der ist über jeden Zweifel erhaben. Aber Mia hat Tom Black eingestellt. Der fängt morgen wieder bei uns an. Weiß ich, dass er vorbestraft ist? Der Professor hat ihn fristlos entlassen. Und der soll jetzt für Mia arbeiten? Ja, eben. Der Professor hatte so viele Feinde in der Gegend, die es jetzt möglicherweise an Mia auslassen wollen. Hm. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir in einem herrlichen Restaurant sitzen und eigentlich deine Beförderung feiern wollen. Tatsächlich. Na dann, auf einen schönen Abend, Miss Simpson. Sagen Sie... Ja? Haben Sie heute nicht Ihren freien Tag? Nicht nur den Tag. Ich liebe dich. Willst du mich überreden zu verkaufen? Wenn du so willst, ja. Ich hatte Jake gebeten, die Geschäftsführung zu übernehmen, aber er hat nach anderen Wegen gesucht. Für ihn ist es Horror, in einem Büro eingesperrt zu sein. Er könnte es, wenn er wollte, aber... Dann wäre er nicht mehr frei wie ein Vogel. Ja. Und nun will er mir und dir dieses Opfer bringen. Er wird die Firma leiten, einen Kredit aufnehmen, um mich auszuzahlen. Der Flugplatz hier ist kein Thema mehr für ihn. Das Grundstück wird nicht dafür genutzt. Weder seine Hälfte noch deine. Und das will er wirklich? Wenn du mit ihm gesprochen hättest, dann wüsstest du es schon.
Was soll ich denn jetzt machen? Nachdenken. Nachdenken, ob du dieses Opfer annehmen willst. Jake? Jake? Bist du dran? Jake? Jake, bitte sag doch was. Hallo, Jake? Seltsam. So, hier, bitte sehr. Danke. Wo fährst du denn hin? Ich muss unbedingt mit Jake sprechen. Ach, Jillian, ich war so verbohrt. Ich habe nur an mich und meine Pläne gedacht und dabei einen Riesenfehler begangen. Ich bin so froh, dass du das endlich erkennst. Was? Dass ich der größte Esel auf Erden bin? Dass du mit deiner Vergangenheit abschließt und dich auf deine Zukunft freust. Komm. Ich helfe dir packen. Super. Na komm. Schön. Alan, ich muss nach London. Falls sich Mr. Silver melden sollte, sagen Sie ihm doch bitte, dass er mich auf dem Handy anrufen soll. Ich kann ihn nicht erreichen. Sie haben Ihre Meinung doch nicht geändert, was diesen Flugplatz angeht. Wir werden eine Lösung finden, Alan. Tom! Was ist denn los, Boss? Jake Silver muss her. Mia? Alan? Ja. Hallo, ey. Kommen Sie ruhig rein. Sagen Sie, wissen Sie, wo Mia ist? Oh, sie ist weggefahren. Von wohin? Keine Ahnung. Dann finden Sie besser Ihren Vater. Willkommen im Team. Vielen Dank, Mrs. Campbell. Alan hat sich sehr für Sie eingesetzt, Tom. Ich erwarte absolute Zuverlässigkeit. Natürlich. Tom, machen wir uns an die Arbeit, ne? Sofort, Boss. Jay. Mia, ich finde, wir sollten Freunde bleiben. Das freut mich. Ich dachte, ich könnte dir weiterhin behilflich sein bei der Suche nach deinem Vater. Und wir reden nicht mehr über das Grundstück? Nein, kein Wort mehr darüber. Danke. Ich brauche wirklich Hilfe. Vielleicht haben wir die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht. Und wo warst du an dem Tag, an dem er verschwunden ist? In Oxford mein Diplom abholen. Das heißt, du müsst euch voll und ganz auf Alans Aussage verlassen? Ja, aber warum sollte er denn lügen? Tja, warum? Also, ein Spaziergänger hat ausgesagt, er hat einen Mann, auf den die Beschreibung passt, an der Steilküste gesehen. Und habt ihr nicht gesucht? Doch, man hat das ganze Gebiet durchforstet, aber vielleicht nicht gründlich genug. Tja, dann mal los. Ich stelle dir jetzt mal unseren Lieblingsvogel vor. Okay. Schade, dass wir nicht den Hubschrauber nehmen können. Sag bloß, du hast deine Leidenschaft fürs Fliegen entdeckt. Es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte. Natürlich fliegen wir. Ich habe nur aus Rücksicht auf deine Vögel etwas weiter weggeparkt. Sag mal, können wir deinen Wagen nehmen? Klar. Oh, es war so schön zu erleben, wie sich unsere Vögel da oben fühlen. Frei wie Vögel? Fliegst du deswegen? Ja, auch. Aber hauptsächlich, weil ich das Lebenswerk meines Vaters fortsetzen sollte. Sollte? Er wollte, dass ich die Firma übernehme, wie das wohl alle Väter tun. Aber meine Leidenschaft ist nun mal das Fliegen. Und nicht der Verkauf von Fluggeräten. Und wer macht das bei euch? Meine Mutter. Meine Mutter will sich bald zur Ruhe setzen. Dann musst du doch ihr Werk fortsetzen. Und was machst du, wenn du nicht durch die Welt fliegst? Ich lebe in London. Und verwöhne meine Lebensgefährtin. Die ist sehr anspruchsvoll. Eine richtige kleine Diva. Und wie heißt die Glückliche? Tiffany. Aha. Wir leben jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Die ist stinkfaul und liegt den ganzen Tag nur im Bett. Tiffany ist meine Katze. Ach so. Und mit ihrer untrüglichen Menschenkenntnis hat sie bereits eine andere Mitbewohnerin vertrieben. Ich mag Katzen, obwohl sie Vögel fressen.
Wow. Sie haben Ähnlichkeit mit Schwalben, es sind aber Mauersegler. Wahre Artisten der Lüfte. Auch beim Liebesspiel? Ja. Auch die hingebungsvolle Vereinigung findet in der Luft statt, beim Fliegen. Wirklich? Mhm. Obwohl es erwiesenermaßen auch in der Bruthöhle zur Kopulation... Nur ihren Vater für tot erklären zu lassen, aber bevor das rechtskräftig ist, dauert es 5 Jahre. Und vor allem die Versicherung rechnen oft mit Betrug. Die Versicherung ist das geringste Problem, aber solange ich mir nicht sicher bin, lasse ich meinen Vater niemals für tot erklären. Niemals. Ich werde selbstverständlich an dem Fall dranbleiben, wenn ich kann. Wenn Sie Hilfe brauchen. Sagen Sie es mir. Danke. Sie kennenzulernen, Mr. Freeman. Bitte, darf ich Ihnen Mr. Silver vorstellen? Mr. Freeman, freut mich. Diese Bohrinsel ist wirklich ein wahrhaftiges Geschenk für unsere Region. Es bedeutet wirtschaftlichen Aufschwung und natürlich Arbeitsplätze. Damit verbunden der Ausbau unserer Infrastruktur und vieles mehr. Ich sehe das Ganze schon vor mir. Wenn wir endlich hier den Flugplatz bauen, dann, entschuldigen Sie mich bitte, dann könnten wir innerhalb einer Viertelstunde die Bohrinsel erreichen. Das wäre also die perfekte Lage. Natürlich bedeutet das neue Jobs. Aber wir brauchen für den Heliport auch eine Zufahrtsstraße, Strom, Wasser und so weiter. Dafür müssen Sie sorgen, Mr. Hamilton. Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen. Mit unserem Gemeinderat gibt es keine Probleme. Sind Sie denn mit der jungen Dr. Campbell schon weitergekommen? Ist das die Tochter von Professor Campbell? Ja. Sie wäre aber aus verständlichen Gründen gegen den Flugplatz. Deshalb möchte ich die Sache vor ihr geheim halten. Eine ziemlich fanatische Naturschützerin. Arbeitsplätze gegen Naturschutz. Aber mit solchen Problemen haben ja alle zu kämpfen, die in der Natur bauen wollen. Wem sagen Sie das? Aber am Ende hat ja doch jeder seinen Preis. Kümmern Sie sich darum. Aber das bleibt in diesen 4 Wänden. Ist das klar? Natürlich. Sicher. Unser jährliches Sommerfest wird gleich eröffnet. Darf ich der Herren zu einem kleinen Rundgang einladen? Sehr freundlich von Ihnen, aber ich habe leider keine Zeit mehr. Es sieht alles sehr gut aus. Wir haben einen perfekten Plan und müssen ihn nur noch umsetzen. Wie Sie das machen, ist Ihre Sache. Selbstverständlich. Gentlemen. Mr. Freeman. Jack, einen Moment bitte. Ich muss Ihnen noch was sagen. Ich versichere Ihnen noch, dass der Gemeinderat steht voll hinter dieser Sache. Ja, Fazit zu unserem Gespräch ist doch gut gelaufen. Vögel in unserer Region sind. Den Heliport ziehen wir auf jeden Fall durch, wie auch immer. Kein Problem. Aber die Sache mit dem Küstenstreifen, die müssen Sie für uns klären. Was halten Sie von der Idee, mich zur Bühne zu begleiten? Da ist sie ja, unsere Naturschützerin. Hallo. Ich grüße Sie. Wir kämpfen für ein Jetzt Tasse Tee. Küste. Darf ich Ihnen ein Bett geben? Passen Sie doch mal. Entschuldigung. Auf. Schon gut. Halt früh vom Hof gejagt hat. Ja, eben. Ich dachte, sie hat sich vielleicht schon wieder beruhigt. Sie ist nicht da. Das ist aber schade. Ja, das ist schade. Tja, dann habe ich wohl Pech gehabt. Tja, die Frauen. Sie machen wohl viel Überstunden, was? Naja, wenn es um die Vögel geht, kann man nichts verschieben. Hm? Sagen Sie, was transportieren Sie da eigentlich? Neue Türen für die Käfige, die nicht so leicht aufzubrechen sind. Wissen Sie, wenn Sie schon mal da sind, könnten Sie uns doch beim Entladen helfen, hm? Klar. Fein. Warum gehst du nicht an dein Handy? Ja, ist wahrscheinlich im Auto liegen lassen. Lass das jetzt. Lass uns lieber wie 2 vernünftige Menschen miteinander reden. Aber bitte ohne Vorwürfe, Mom. Tut mir leid. Wir stehen beide unter großer Anspannung. Ich weiß. Und wir beide wollen auch nur das Beste. Ich konnte Freeman davon abhalten, ganz abzuspringen. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance, die Werft an ihn zu verkaufen. Das wird gar nicht nötig sein, Mom. Ich werde die Firma übernehmen und du kannst dich zur Ruhe setzen. Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur, wenn du mir gelegentlich mit Rat und Tat zur Seite stehst. Natürlich. Du bringst jetzt ein Opfer wegen mir, stimmt's? Nein. Vielleicht bin ich einfach nur erwachsen geworden.
Hast du dich schon mit ihr ausgesprochen? Was ist denn mit Jake? Er hat sich jetzt gar nicht mehr gemeldet. Ich glaube, diesmal habe ich ihn wirklich verjagt. Ach, Unsinn. Frank meint auch, ihr beide braucht nur Zeit. Das hat er auch zu Jake gesagt. Du redest mit Frank über mein Liebesleben? Warum das denn? Ja, also da gibt es etwas, das du endlich wissen musst. Und das wäre? Ich rede mit Frank auch über mein Liebesleben. Was? Ja, also genauer gesagt, über unser gemeinsames Leben. Jillian? Habe ich das gerade eben richtig verstanden? Du und... Ja. Letztes Jahr auf dem Sommerfest, da haben wir festgestellt, dass wir beide aus London kommen und dass wir ganz entsetzliches Heimweh haben und dass wir gemeinsam zurück wollen. Wir sind jetzt beide im Aufbruch. Das sehe ich als Chance. Ja. Ach, das ist schön. Ersten, 160 zum Zweiten. 500! 500 Pfund. Ja. 500 Pfund zum Ersten, 500 Pfund zum Zweiten. Verkauft an die Lady hier vorne. Und jetzt Musik, Meister. Muss ich dich jetzt küssen? Nein, der Mann, den die Frau ersteigert, muss einen Tag zu ihren Diensten sein. Oh. Wie darf ich das denn missverstehen? Ich brauche dich und deinen Hubschrauber. Sehr gern. Ich muss nur heute schnell zurück nach London. Morgen? Morgen ist gut. Dann darfst du auch ausnahmsweise auf meinem Gelände landen. Ausnahmsweise auf meinem Gelände landen. Damit beschäftigt, das Gitter zu reparieren. Glauben Sie mir, wir müssen noch jemanden einstellen. Oh. Gut, ich kümmere mich drum. Nicht nötig, ich habe schon Tom Black gefragt. Was, den? Naja, er kennt die Arbeit hier genauso gut wie ich. Aber Vater hat ihm doch gekündigt und das aus gutem Grund. Ich habe aber keine Zeit, jemanden anzulernen. Und Tom kann sofort anfangen. Aber er... Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat aufgehört zu trinken. Hm. Gut, wir versuchen's. Sachen in den Schuppen. Ich bin heute Abend zurück. Ja. Und füttern Sie die Vögel. Guten Morgen. Morgen. Na, bist du bereit? Ja. Gut. Du verlierst wohl nicht den Mut, oder? Nein. Gut. Dann leg das hier bitte an. Ist das nötig? Ja. Ich helfe dir. Wenn es denn sein muss. Jawohl. So. Das ist eine sehr schmale Taille. Ein Brautkleid würde dir sehr gut stehen. Aber sag mal, wäre es nicht langsam an der Zeit, dass du mir verrätst, was du eigentlich vorhast? Ich will nach meinem Vater suchen. Die Polizei hat aufgegeben. Wie auch immer, ich brauche einfach Sicherheit. Was ist mit dir? Ich brauche keine. Ich kann ja fliegen. Na, hoffentlich, du Luft.